Hallo, herzlich willkommen zum Sommerforum Medienkompetenz 2019. Digitale Streitkultur, welche Regeln brauchen wir, ist das Thema heute. Und es ist ganz klar, Demokratie braucht Streit, denn nur im offenen Diskurs können auch Positionen und auch natürlich gegensätzliche Positionen sichtbar gemacht werden. Das heißt, so können Argumente ausgetauscht werden, man kann abwägen, welche Argumente vielleicht für einen richtig und wichtig sind. Und das alles bildet die Grundlage für eine freie Meinungsbildung. Die Voraussetzung ist also, dass Streit fair geführt wird. Aber das ist im Netz leider nicht immer der Fall. Und darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich das Wort noch an Claudia Mikat richten von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und auch an Markus Beckedahl, den Sie wahrscheinlich als Gründer und Chefredakteur von Netzpolitik.org kennen. Er ist aber auch Mitglied im Medienrat der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Und die beiden möchten Sie nun im Namen der Veranstalter begrüßen. Zuerst Claudia Mikat. Bitte schön. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Im Namen der FSF darf ich Sie ganz herzlich zu diesem Sommerforum begrüßen. Wir möchten uns sehr herzlich bedanken bei der MABB, dass wir dieses sympathische Format nun schon zum 8. Mal gemeinsam veranstalten. Und unser Dank geht auch an die Kolleginnen und Kollegen hier von Alex TV, dass wir wieder in der Rudolfhalle sein können und dass sie das Ganze wie schon seit ein paar Jahren aufzeichnen und begleiten. Dem Namen zum Trotz hatten wir mit dem Wetter nicht immer Glück, so wollte ich sagen. Es war oft stürmisch, heute ist es ein bisschen besser. Die Themen haben aber immer ganz gut in die Zeit gepasst und eigentlich sehr gut den Punkt getroffen. 2012, das erste Forum, war zu Hochzeiten des Scripted Reality TV. Und wir haben uns befasst mit Fiktion und Realität. 2015, als alle über Medien, digitale Überforderung und problematische Nutzungsweisen diskutiert haben, war unser Thema Stress in den Medien und Mediensucht. Und heute ist das Thema ja auch ganz passend, digitale Streitkultur vor dem Hintergrund der Europawahl, vor dem Hintergrund zunehmender Ängste vor Meinungsmanipulation und vermeintlich zerstörerischen YouTube-Videos. Wollen wir also reden über digitale Streitkultur und welche Regeln es geben sollte, damit Meinungsaustausch gelingt und demokratisch stattfindet. Ein Markenzeichen dieser Veranstaltungsreihe ist die Verbindung von Theorie und Praxis. Und ich glaube, dass das mit unseren Gästen auch wieder hervorragend gelungen ist, beide Bereiche hier zu präsentieren und zu Wort kommen zu lassen. Und Theorie und Praxis ist auch ein Thema des Medius, des Preises, den das Deutsche Kinderhilfswerk mit der MABB, mit der FSF und der GMK zusammen verleihen für wissenschaftliche Abschlussarbeiten. Auch hier wird wieder eine Preisverleihung im Anschluss der Diskussion stattfinden und ich hoffe, dass Sie alle noch dabei sind. Ich hoffe auch, dass wir uns anschließend beim gemeinsamen Get-Together wiedersehen und dort gemeinsam was trinken und essen und gerne auch ein bisschen streiten. Damit darf ich an Markus Beckedahl übergeben, der wie kaum ein anderer, glaube ich, sich auskennen dürfte mit guter und schlechter Streitkultur im digitalen Raum. Dankeschön. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich heiße Sie willkommen im Namen des Medienrates der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, in dem ich Mitglied bin, und hier in den Räumlichkeiten von Alex TV, was wiederum eine nicht Unterbehörde, sondern nennt man das Unterbehörde? Einrichtung. Okay, eine Einrichtung der MABB ist. Wir sind sehr stolz auf diese Räumlichkeiten. Die früheren Räumlichkeiten waren alle so ein bisschen düster. Da wäre es jetzt vielleicht ein bisschen kälter, aber so haben wir ja sehr schöne repräsentative Veranstaltungsräume, wo Veranstaltungen wie diese stattfinden können. Das Thema heute ist Diskussionskultur. Das treibt mich seit langer Zeit rum. Ich habe einen Blog namens Netzpolitik.org 2004 gestartet. Damals hatten wir so die hehre Vorstellung, dass das Internet zu einer globalen, partizipativen Diskussionsfläche oder Diskussionsraum wird. Sagen wir mal, 15 Jahre später bin ich da ein bisschen ernüchtert,
Wir hatten auch von Anfang an die Kommentare bei netzpolitik.org offen. Am Anfang, die ersten Jahre, gab es innerhalb von Blogs, also noch nicht so diese sozialen Medien wie Facebook und so weiter gab, eine sehr gute Diskussionskultur, einen guten Austausch untereinander. Irgendwann fing das dann an, so ein bisschen zu kippen. Ich erinnere mich noch, irgendwann so um 2009, 2010 fingen dann die ersten Medien an, Öffnungszeiten für Kommentare zu starten. Wir waren damals, sagen wir mal positiv gesagt, davon nicht so ganz überzeugt, haben das sehr stark kritisiert. Ein paar Jahre später verstanden wir aber alle anderen. Wir hatten nur zu dem Zeitpunkt einen anderen Ort für Diskussionskultur, der aber auch bei uns irgendwann nicht mehr so gut war. Spätestens so 2014, 2015 merkte man überall, dass es kippte. Wir standen bei netzpolitik.org immer noch vor der Frage, lassen wir als Blog, was so gestartet ist, um diese Diskussionskultur nach vorne zu bringen, lassen wir die Kommentare offen. Wir haben sie dann im letzten Jahr insofern irgendwann abgeschaltet, nach 200.000 Kommentaren, die ich zumindest mal überfliegen musste, weil ich dafür rechtlich verantwortlich war, dass jetzt wir klare Regeln haben, die besagen, alle Kommentare kommen erstmal in eine Kommentar-Queue, also in eine Warteschlange. Und wenn wir Zeit und Lust haben, gucken wir uns die Kommentare mal an und schalten explizit nur noch die frei, die eine inhaltliche Ergänzung ergeben, was vielleicht 10% der Kommentare darstellt. Was ich dazu sagen kann ist, meine Lebensqualität hat sich super verbessert seitdem. Ich hätte das viele Jahre früher schon machen müssen, weil viele Jahre bin ich abends ins Bett gegangen, habe nochmal kurz Kommentare so überflogen, den ganzen Scheiß wieder rausgeräumt und morgens bin ich aufgewacht und habe dann wieder die Kommentare der Nacht angeschaut. Jetzt haben wir nur noch das Problem, dass wir noch eine Facebook-Seite haben und die Hälfte der Redaktion hat gar keinen Facebook-Account und der andere Rest muss dann die ganze Zeit immer da rumlaufen und gucken, dass das Stärkste und Schärfste wieder rausgelöscht wird. Mit anderen Worten, jeder hat heutzutage das Problem, wenn man einen Rückkanal eingebaut hat, steht vor denselben Fragestellungen, wie gehen wir damit um, dass kleine Teile unserer Gesellschaft offensichtlich nicht diskussionsfreudig ist, eher destruktiv daran geht. Meine persönliche Erfahrung ist, das kann ich als Mann so sagen, es sind in der Regel Männer, es sind in der Regel auch etwas ältere Männer, also mein Alter so ein bisschen aufwärts. Wir haben noch keine Lösung dafür gefunden. Wir haben auch noch keine genauen Erklärungen, warum das so ist, warum so wenig Frauen quasi unter den Tätern sind. Was wir aber wissen ist, oder was ich persönlich weiß, ich bin ganz froh, ein Mann zu sein. Wenn ich in meiner Rolle als Frau im Netz mit offenem Visier tätig wäre, ich hätte das Problem, was viele andere Frauen haben, die ihre Meinung öffentlich sagen, die sich öffentlich in Diskussionsräume begeben, die ja, dann kaum noch nachkommen, die ganzen Vergewaltigungswünsche und Todesdrohungen irgendwie zu verarbeiten. Jetzt gibt es dann diejenigen, die sagen, naja, das Problem oder die Problemlösung dafür ist eine Klarnamenspflicht. Meine persönliche Erfahrung damit ist, nee, ich bin nicht davon überzeugt, dass eine Klarnamenspflicht unsere Diskussionskultur verbessern wird. Dazu müssen Sie sich nur mal zum Beispiel die Pegida-Seite auf Facebook anschauen, wo alle unter Klarnamen und den Profilbildern noch die Kinder im Arm haben, ihren ganzen Hass artikulieren. Meine letzte Bedrohung war auch von einem Chefarzt, der offensichtlich leicht betrunken war, mir sein Hobby als sadistische Wünsche irgendwie darstellte, weil er mit meiner irgendwas von mir nicht einverstanden war. Also in der Regel kommen die meisten Bedrohungen unter Klarnamen. Und würden wir halt eine Klarnamenspflicht einführen, würde es eher dazu führen, dass viele andere Stimmen, zum Beispiel von Frauen, aber auch von anderen Minderheiten in unserer Gesellschaft, verstummen würden. Und ich kann auch immer nur daran erinnern, hätten wir 1968 beispielsweise eine Klarnamenspflicht gehabt auf den Straßen von Berlin beispielsweise, viele Manager und Politiker, spätere Manager und Politiker hätten keine Karriere mehr machen können. Wenn man ihnen 30 Jahre später hätte vorhalten können, aber als du hier Ho Chi Minh rufend einen Diktator verherrlichend durch die Straßen gelaufen bist, weil man das ja noch nachvollziehen kann, deswegen könntest du jetzt quasi keine Karriere mehr machen. Das muss man sich genauso vorstellen. Wenn wir im Netz aufgefordert werden, unter unserem realen Namen politische Debatten zu führen, dann muss auch eine Antwort darauf erfolgen, dass diese
Meinungsbeiträge in 30 Jahren nicht mehr auffindbar sind. Weil wenn Menschen sagen, eine Klarnamenspflicht muss kommen, weil wir mit offenem Visier diskutieren können, was ich auch verstehen kann, muss eine Antwort darauf finden, dass im Netz eben nicht etwas zeitlich verflüssigt ist, also hier an einem Ort, sondern im Netz bleibt, wenn wir Pech haben, alles für immer stehen und kann mal gegen uns verwendet werden, auch wenn wir schon längst irgendwann eine andere Meinung bekommen haben. Insofern freue ich mich jetzt auf die Debatte hier und bin ganz froh darüber, hier ein schönes Publikum ein schönes Podium zu bekommen, ein schönes Publikum sicherlich auch. Und danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und wünsche Ihnen viel Spaß und Unterhaltung. Danke. Vielen Dank, Markus Beckedahl. Vielen Dank, Claudia Mikat. Und ja, digitale Streitkultur, welche Regeln brauchen wir? Das ist unser Thema für heute. Leidenschaftliches Streiten ist erwünscht und ist auch erforderlich im demokratischen Kontext. Aber es muss eben auch einen Konsens darüber geben, wie wir streiten wollen. Und aktuell ist es so, auch das haben wir bereits schon gehört, es wird zum Teil mit sehr harten Bandagen im Netz gekämpft. Der Ton ist rau, die Diskussion sehr emotional auch aufgeladen, häufig unsachlich und es gibt wenig Bereitschaft, auch die Argumente des anderen zu hören und auf sie einzugehen. Sie erinnern sich sicherlich, es ist noch nicht allzu lange her, erst ein paar Tage, da gab es einen mutmaßlichen Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke und was auch danach im Netz passiert ist, war alles andere als schön. Es gab rechtsextreme Hasspostings, die den Regierungspräsidenten verhöhnt haben. Und die Politik hat sich auch eingeschaltet. Annegret Kramp-Karrenbauer zum Beispiel hat gesagt, wir brauchen neue Regeln im Netz zum Umgang miteinander. Und selbst der Bundespräsident Steinmeier hat öffentlich gesagt, er wünsche sich mehr öffentliche Diskussion über solche Reaktionen. Wie soll das also nun gehen, aber ohne die Stimmung auch weiter noch anzuheizen? Brauchen wir eine neue Streitkultur, eigene Regeln für den Diskurs im digitalen Raum? Und wie könnten diese aussehen? Das klären wir gleich. Den Medios wird es heute auch noch geben, und zwar im Anschluss um 19 Uhr. Wir haben einen Hashtag, der steht auch dort hinten, er heißt Sofon19. Und jetzt wollen wir aber auch ins Thema einsteigen, und zwar mit Christoph Neuberger. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt Medienwandel an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Arbeitsmäßig beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem digitalen Wandel von Öffentlichkeit und Journalismus sowie Medienqualität. Und er wird uns jetzt einen kleinen Impuls geben, der da heißt Meinungsbildung im Internet und was ihr im Weg steht. Bitte schön, Christoph Neuberger. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, meine Damen und Herren. Es geht heute um digitale Streitkultur. Es geht um, wenn Sie so wollen, den Kern von Demokratie. Das ist Konflikt. Demokratie ist kein Zuschauersport. Wir sind alle gefordert, uns zu beteiligen. Das Internet bietet uns die Chance. Demokratie ist auch keine Wohlfühl- oder Komfortzone. Man muss sich darauf einstellen, dass hart mit Argumenten gerungen wird. Aber was wir im Internet im Moment erleben, ist eben diese Verrohung des Diskurses. Herr Beckedahl hat schon einige eindrucksvolle Beispiele genannt. Ich habe hier nun die Gelegenheit, einige Impulse zu geben, weil wir nun gleich das praktizieren wollen, worüber wir reden. Wir wollen nämlich gleich streiten hier vorne über dieses Thema Streitkultur und ich darf dafür einige Impulse geben. Und möchte zunächst mal damit anfangen, nochmal, damit wir uns rasch vergegenwärtigen, wo wir denn eigentlich stehen. Wir haben alle, die das miterlebt haben, diese digitale Revolution bis so ungefähr vor 25 Jahren noch relativ simple, einfache Verhältnisse gehabt, wenn wir uns die Öffentlichkeit angesehen haben, den Ort der politischen Meinungsbildung. Es geht hier um öffentliche Meinungsbildung, den Austausch von Argumenten. Es geht aber immer auch um die individuelle Meinungsbildung, nämlich dass wir als mündige Bürgerin, als mündiger Bürger selbst uns eine Meinung bilden, um dann bei der Wahl oder auch in der öffentlichen Diskussion teilnehmen zu können. Das war bisher relativ einfach organisiert. Es gab einige Gatekeeper, einige große Medien, die das im Wesentlichen in der Hand hatten, die das relativ zentral organisiert haben. Da war es auch so, dass wir relativ klare rechtliche und professionelle Normen haben. Das hat relativ gut funktioniert im Rückblick, hatte allerdings eine Reihe von Nachteilen, beispielsweise, dass nur sehr wenige zu Wort kommen konnten. Das hat sich nun ganz gravierend verändert. Nun können wir Linien überall ziehen. Alle, die da beteiligt sind, können sich jetzt zu Wort melden, können mitdiskutieren. Und wenn man die beiden Prinzipien nun hervorheben will,
ich muss immer Signale geben, damit hier die Folien weitergehen. Vielen Dank. Haben wir es also einerseits mit neuen Partizipationsmöglichkeiten zu tun. Sie erinnern sich vielleicht an dieses Titelblatt, das Time Magazine, hier Man of the Year. Also eine Person wird ja pro Jahr ausgezeichnet. Das war einmal, das war 2007, waren wir alle das. Das war eine Spiegelfläche. Jeder, der da reingeschaut hat, konnte sich selber sehen. Wir wurden alle ausgezeichnet, soweit wir Internetnutzer waren. Das ist das eine Prinzip der Partizipation. Im wachsenden Maße haben wir es aber auch mit Automationsprozessen zu tun, mit dem Wirken von Algorithmen im Hintergrund. Und wir haben es dann also mit dieser Plattformrevolution zu tun, von der heute viel die Rede ist. Das ist, wenn man so will, sind die beiden Prinzipien und auch die neuen Intermediäre, die hier eine sehr große Rolle spielen, die mittlerweile auch sehr mächtig geworden sind. Nicht zufällig ist auch der Journalismus jetzt plötzlich im Hintergrund verschwunden. Er ist gar nicht mehr so richtig sichtbar. Darüber werden wir später nochmal reden. Wir haben es hier also auch mit Verwerfungen der Öffentlichkeit zu tun. Und die Frage ist nun die, wie wir nun dieses ganze Geschehen dort draußen denn nun beurteilen sollen. Digitale Revolution. Die Frage nämlich nach den Werten. Worum geht es denn eigentlich? Welche Ansprüche stellen wir an diese Veränderungen, die hier in dieser Öffentlichkeit stattfinden? Das ist nochmal eine Gelegenheit, sich das zu vergegenwärtigen. Sie sehen hier, man kann da sehr vieles zusammentragen, was man da als Wünsche äußern kann. Wir werden natürlich, das ist hier nur angedeutet, nicht schaffen, dieses ganze Programm abzuarbeiten. Wir haben es hier mit Werten zu tun, die wir auch im Internet realisiert wissen wollen, in der politischen Öffentlichkeit des Internets, wobei wir interessanterweise meistens eine positive und eine negative Vision haben. Eine optimistische, eine pessimistische Perspektive, Gleichheit beispielsweise, die Vorstellung, nun kann jeder mitreden, jeder kann sich beteiligen an dieser großen Öffentlichkeit. Gleichzeitig wissen wir längst, dass es sowas wie eine digitale Spaltung gibt, nicht mehr beim technischen Zugang, aber durchaus an der Beteiligung an politischen Diskursen. Das sind nur wenige, die das können, die das wollen und die deshalb auch Meinungsbildungsprozesse beeinflussen können. Das könnte man, wenn man will, durchdeklinieren. Die Zeit, wie gesagt, haben wir heute nicht. Deshalb werde ich mir nur einige Punkte herauspicken von diesen Werten der liberalen Demokratie, die gleichzeitig sein sollen, sowas wie Qualitäten der öffentlichen Meinungsbildung und die auch ausstrahlen auf die Gesamtgesellschaft. Also es geht hier nicht nur um den Blick auf Öffentlichkeit, sondern das, was da passiert, ist ein Wesenskern der Demokratie und hat auch weitere Auswirkungen. Ich möchte mich mit drei Punkten ausführlicher beschäftigen, mit Informationsqualität, also das gemeinsame Wissen, das auch wahre Wissen sein soll. Ich möchte mich weiter beschäftigen mit der Frage der Integration. Haben wir denn überhaupt noch diesen gemeinsamen öffentlichen Raum, wo wir uns alle treffen, wie in der Antike, auf der Agora, auf dem Forum, wo alle mitreden konnten? Gibt es dann dieses Forum im Internet noch? Das ist die Frage der Integration und dann natürlich, und das steht heute im Jahr im Zentrum, die Frage der Diskursqualität. Wie sollen wir denn eigentlich diskutieren und nach welchen Regeln sollen wir das machen? Ich möchte also zunächst mal anfangen mit der Frage nach der Informationsqualität. Da ließe sich nun auch ein langer Katalog zunächst mal auflisten von Kriterien, Relevanz, Transparenz, Trennungsnormen, Verständlichkeit. Wahrheit ist das Kriterium, das wir in den letzten Jahren am intensivsten diskutiert haben. Allerdings, wenn man zurückschaut, ist das auch keine ganz neue Frage. Das, was Sie hier sehen, ist ein Screenshot von 1998. Matt Drudge, wer erinnert sich noch, die Lewinsky-Affäre, er hat damals auf seinem Drudge Report, den gibt es bis heute sehr, sehr erfolgreich, dieses damals noch als Gerücht bestehende, die als Gerücht bestehende Information weitergegeben, der Beziehung zwischen dem US-Präsidenten und Monica Lewinsky. Newsweek, das Nachrichtenmagazin, das die Geschichte recherchiert hat, hat die Sache noch zurückgehalten, weil, und das ist eher eine Regel, die zweite unabhängige Quelle noch gefehlt hat. Er hat das bedenkenlos weitergegeben, hat auch gesagt, ich bin kein Journalist, ich bin Gerüchteschleuder, ich gebe immer sofort alles weiter und ist damit, wie gesagt, sehr erfolgreich. Das war, wenn Sie so wollen, der erste große Fall, wo man diese Frage diskutiert hat. Mittlerweile wissen wir, dass es eine Vielzahl von Täuschungstechniken gibt im Internet, die mittlerweile auch schon relativ gut untersucht sind, angefangen bei den falschen Nachrichten, den Fake News, von denen viel die Rede ist, aber auch von ganzen gefälschten Geschichten, von gefälschten Videos, Deepfakes, Halbwahrheiten, die in den US-Wahlkämpfen schon seit lange im Gebrauch sind, falsche Herkunftsangaben, False Flags. Gerade jetzt beim Thema Flüchtlinge hatten wir viele Falschzuschreibungen von Informationen, auch nach Terroranschlägen erlebt man das häufig. Falsche Identitäten der Anbieter, verschmutzte Leaks, also dass scheinbar exklusive Informationen, brisante Informationen weitergegeben werden, die aber zum Teil auch gefälscht sind und natürlich das breite Feld der Verschwörungstheorien.
Die Frage, die man sich stellt, ist, welche Bedeutung hat das Ganze? Inwieweit werden damit Meinungsbildungsprozesse beeinflusst? Auch dazu gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Studien. Ich werde hier nur ganz selektiv ein paar Befunde wiedergeben. Wie es überhaupt sehr, sehr wichtig ist, finde ich, dass diese öffentliche Diskussion über das Internet auch immer wieder mal schaut, was eigentlich die Studien besagen. Und ich werde einen anderen Beispiel nachher noch nennen, wo man zeigen kann, dass manches durchaus auch übertriebene Ängste sind oder man Dinge in anderem Licht sehen muss, als es in der öffentlichen Debatte der Fall ist. Was man immer wieder festgestellt hat, schon beim US-Präsidentschaftswahlkampf, zuletzt auch bei der Bundestagswahl oder im Europawahlkampf, dass wir noch keine sehr weite Verbreitungen finden, was Fake News angeht, ohne dass man die Sache damit unterschätzen will. Wenn man fragt, wie sie sich weiterverbreiten, was vor allem ihre Weiterverbreitung fördert, dann ist das natürlich zunächst mal die Bestätigungstendenz. Wenn ich mich in meinem Weltbild bestätigt fühle, dann glaube ich diese Falschinformation auch sehr viel eher. Was wir auch finden, sind sehr häufig indirekte Verbreitungspfade. Also man ist nicht in den finsteren Ecken und erfährt da etwas über diese Fake News, sondern die werden weitergetragen, oft auch in den professionellen Journalismus weitergegeben. Wie Fallstudien zeigen, etwa von Alexander Sengerlaub, der sich sehr intensiv mit dem Bundestagswahlkampf beschäftigt hat und da auch zeigen kann, dass es auch die großen Medien sind, die solche Falschinformationen weitergeben. Was man auch festgestellt hat, dass Fake News sich sehr schnell verbreiten können, sogar schneller als wahre Nachrichten, weil sie bestimmte Nachrichtenwerte bedienen. Sie sind negativ, sie sind aufregend, sie lösen Emotionen aus. Was man sagen kann, ist, wenn man sich repräsentative Studien ansieht, dass gleichwohl es für manche Fake News, manche Verschwörungstheorien eine hohe Akzeptanz gibt. Beispielsweise hat man festgestellt, dass 18% glauben, dass aus Flugzeugen, aus dem Kondensstreifen wirklich Chemikalien, die unser Bewusstsein beeinflussen sollen, weiter verbreitet werden. Also die Chemtrailer 18%, das zeigt die Mainzer Vertrauensstudie. 17% glauben, dass die Amerikaner nie auf dem Mond gelandet sind. 17% glauben auch, dass am 11. September hinter den Anschlägen die Amerikaner selbst waren, die das Ganze inszeniert haben. Also das sind durchaus hohe Werte und auch für die Fake News im Laufe des Bundestagswahlkampfs haben sich ähnliche Werte gezeigt. Was man hier feststellen kann, ist, dass es sowas auch wie eine Wissensillusion im Internet gibt. Dieses Gefühl der Informiertheit, das aber doch relativ oberflächlich bleibt. Auch der Zweifel an epistemischen Autoritäten, das fand ich ein sehr schönes Schaubild hier, Expert in Everything, von der Google University verliehen. Ich bin in der Lage zu googeln und den ersten Treffer zu finden, der mich bestätigt und daraufhin bin ich Experte in allem. Das drückt das, finde ich, glaube ich, ganz schön aus, diese Wissensillusion, mit der wir hier oft zu tun haben. Man sollte allerdings, und das zeigt eine ganz neue Studie, die jetzt gerade vor ein paar Tagen erschienen ist, bei Forsa natürlich kritisch umgehen mit Informationen. Die Frage ist, wie oft passiert denn sowas? In solchen Befragungen hat man natürlich immer so eine Tendenz hin zur sozialen Erwünschtheit. So erklären sich vielleicht doch die vergleichsweise hohen Werte. Denn hier geben Leute doch relativ oft an, dass sie mal das Impressum überprüfen, Absender, Autor überprüfen, dass sie mal mit Freunden und Bekannten drüber reden, über Dinge, also selbst anfangen nachzuprüfen. Das wäre es eben, was man sich genau anschauen müsste, ob sowas wirklich passiert. So viel zu dieser Frage der Informationsqualität. Eine zweite wichtige Voraussetzung für Meinungsbildung ist, dass es eben dieses Forum gibt, auf dem wir uns alle treffen. Auch das ist eine große Debatte, die ich hier nur kurz anreißen will. Die erste Frage, die sich stellt, haben wir noch die gemeinsamen Themen, über die wir alle Bescheid wissen, mit denen wir uns auseinandersetzen und über die wir diskutieren können? Das ist ein Beispiel dafür, wo man durchaus ein Stück weit Entspannung geben kann. Hier hat man in vielen Studien festgestellt, dass wir immer noch mehr oder weniger übereinstimmen, die gleichen Themen für wichtig halten. Die Frage nach dem verengten Weltbild hat aber noch andere Dimensionen, Stichwort Echokammern. Neben den Themen gibt es auch noch die Frage, ob wir uns mit unseren eigenen Auffassungen zurückziehen in kleine Echokammern und uns nur noch wechselseitig bestätigen. Hier ist es durchaus so, dass man solche Echokammern finden kann, vor allem auf den politischen Extremen, weniger im mittleren Bereich. Sie sind insgesamt eher schwach ausgeprägt. Man kann behaupten, dass die Massenmedien, die auch im Internet präsent sind, nach wie vor so etwas wie eine Klammer bilden und die dafür sorgen, dass es eben keine völlige Isolation gibt einzelner Meinungsgruppen. Die dritte Variante schließlich noch ist die Frage nach der Filterbubble, die nach der Filterblase. Hier ist es so, dass wir nicht selbst aktiv auswählen, Themen oder Meinungen, sondern hier ist es so, dass die Algorithmen im Hintergrund, ohne dass wir es möglicherweise merken, personalisieren und damit unseren Horizont einengen.
Auch hier ist es so, muss ich sagen, von Seiten der Forschung ist man da mittlerweile relativ skeptisch. Sie sind kaum nachweisbar, diese Personalisierungseffekte, zumindest nicht im politischen Bereich. Wir haben alle die Alltagserfahrung, dass wir, wenn wir uns für Produkte interessieren, dann immer wieder mit ähnlichen Produkten, dass wir ähnliche Werbung dann auch zu sehen bekommen. Da scheint das zu passieren. Im politischen Bereich, wenn man sich etwa Google-Ergebnislisten anschaut, ist es sehr schwer, solche Personalisierungseffekte zu finden. Ich komme damit, nachdem ich nun auch die Frage aufgeworfen habe, inwieweit wir überhaupt noch eine gemeinsame Öffentlichkeit haben, zum dritten und zentralen Punkt, nämlich zur Frage nach der Diskursqualität, also zur Frage, wie wir diskutieren. Auch hier ist es so, dass uns das Internet nun eigentlich wieder zunächst mal auf den ersten Blick fantastische Möglichkeiten bietet. Jeder kann mitdiskutieren, wir können uns alle Zeit der Welt nehmen. Wir haben keine zeitlichen Begrenzungen, nicht so wie in einer Talkshow, wo nach 60 oder 90 Minuten alles gesagt sein muss. Man kann das auch in schriftlicher Form machen und zwar so, dass es auch konserviert ist, dass man sich die Argumente in Ruhe ansehen kann und man in Ruhe darauf reagieren kann. Das ist so, wenn Sie so wollen, das positive Potenzial. Es gibt allerdings auch, wie wir wissen, auch einige Mängel, was diese Diskurse angeht. Man kann sich, wie wir das hier in den Karikaturen auch sehen, viel Zeit nehmen, nachdenken, wie man jetzt auf die anderen reagiert, aber man kann auch einfach drauf loshauen. Die Frage, die sich jetzt stellt, und das ist auch die Frage, die wir gleich weiter diskutieren werden, ist die, welche Regeln sollen denn nun eigentlich gelten? Es gibt von Marie-Louise Frick ein sehr schönes Reklambändchen, Zivilisierter Streit, die das, wie ich finde, sehr plastisch auch dargestellt hat, wie ein solcher Streit ablaufen soll. Man kann an dieser Stelle, wenn man will, jetzt weit ausholen, alle möglichen normativen Demokratie- und Öffentlichkeitstheorien hier referieren, wenn man so will. Das werde ich natürlich an der Stelle hier abkürzen. Man kann sich zum Beispiel stützen auf die deliberative Theorie nach Jürgen Habermas. Da könnte man zunächst sagen, es sollen alle mitreden können, das ist ein wichtiger Punkt, alle Sprecher, alle Themen und Meinungen sollen zugelassen sein. Allerdings sollen wir nicht nur Meinungen vortragen, nicht nur sagen, was wir gut, was wir schlecht finden, sondern wir sollen auch Begründungen liefern, wir sollen Argumente liefern, weshalb wir etwas für richtig oder falsch haben. Das ist der zweite Punkt, Begründungen. Es geht aber noch weiter, es geht auch um Rationalität, also um das Abwägen von Argumenten. Was ist denn nun das bessere, triftigere Argument und was ist das schlechtere Argument? Das können wir nur im Austausch diese Argumente klären. Bezugnahme ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns überhaupt aufeinander beziehen. Wir wissen aus sehr vielen Studien zu den Kommentaren unter Online-Artikeln, dass es in den meisten Fällen nicht passiert, dass man sich nicht aufeinander bezieht, sondern dass man allenfalls den Artikel kommentiert da oben, aber nicht schaut, was die anderen geschrieben haben. Das ist auch eine basale Voraussetzung. Respekt natürlich, dass man den anderen zuhört, dass man ihn auch als gleichberechtigten Partner im Diskurs akzeptiert. Und schließlich noch als letzter Punkt, und das ist vielleicht der idealistischste Punkt, die Suche nach einem Konsens, dass man sich darauf verständigt und auch bereit ist, auf den anderen einzugehen, sich überzeugen zu lassen und im Idealfall am Ende auch zu einem Konsens kommt. Das, wie gesagt, ist das Idealbild. Es gibt natürlich jetzt viele Faktoren, die dagegen sprechen. Das ist eine Zusammenstellung, die habe ich aus einem Buch von Wolfgang Schweiger übernommen. Titel des Buches ist Der desinformierte Bürger im Netz und der hier die Faktoren, die auch empirisch untersucht wurden, auflistet. Es geht zum einerseits um die Enthemmung des Verhaltens, auch durch Anonymität, durch das Fehlen sozioemotionaler Hinweise. Wir haben also nicht das Gefühl, einem anderen Menschen gegenüberzustehen, wie jetzt in so einer Face-to-Face-Kommunikation, wo man die anderen Menschen in ihrer ganzen Fülle und auch in ihren Reaktionen beobachten kann. Und das scheint auch zu dieser Enthemmung beizutragen. Es geht um Gruppenidentitäten. Wenn wir den Einzelnen nicht mehr als Individuum wahrnehmen können, haben wir die Neigung, andere nur noch stereotyp wahrzunehmen als Kontrahent, als Vertreter eines bestimmten Typs. Wir können feststellen, dass auch die Redebereitschaft sehr stark abhängt vom Diskussionsklima und auch von der Einschätzung der Meinungsverteilung, dass viele sich einfach nicht mehr beteiligen, wenn sie den Eindruck haben, sie sind in der Minderheit oder sich einfach diesen Auseinandersetzungen nicht mehr aussetzen wollen. Und wir können dann beobachten, dass es zu Meinungsverstärkung kommt und zu Polarisierungsprozessen, die genau wegführen von dieser Konsensbildung, die wir eigentlich anstreben wollen. Das Ganze wird nun auch noch, wenn Sie so wollen, gerahmt und verstärkt durch diejenigen, die diese Diskurse organisieren. Und das sind Diskurse, die heute im Wesentlichen auf den Plattformen stattfinden, bei Facebook, bei Twitter und unter den Bedingungen, die dort gegeben sind und den Regeln, die dort gesetzt sind. Sie haben also dort einen sehr starken Einfluss auf Meinungsbildungsprozesse durch den Rahmen, den Sie dort vorgeben.
Was wir außerdem beobachten können, da haben wir auch in den letzten Tagen wieder eine Reihe von Beispielen gesehen. Rezo beispielsweise ist ein Beispiel dafür, dass auch nicht publizistische Akteure nun zumindest punktuell sehr, sehr viel Meinungsmacht erlangen können, zum Guten. Manchmal haben wir auch Fälle erlebt zum Schlechten hin und die dann sehr viel Einfluss nehmen können auf Meinungsbildungsprozesse. Vor allem dann, wenn solche Themen überspringen aus den sozialen Medien in die klassischen Medien und dort groß gemacht werden. Anderes Beispiel, Sie sehen die Karikatur mit Donald Trump, der das natürlich virtuos beherrscht auf Twitter, die Medien zu umgehen, dort auch die Medien zu kritisieren. Diese Disintermediation, das Überspielen der Journalistenmeute, die wir unten sehen, den direkten Kontakt hin zu Bürgerinnen und Bürgern. Das ist, wenn Sie so wollen, zunächst mal ein Problemaufriss für das, was wir gleich weiter diskutieren wollen. Wenn wir nach Lösungsansätzen Ausschau halten, dann kann man da unterschiedliche Adressaten finden. Der Journalismus beispielsweise, der traditionell diesen politischen Diskurs organisiert, der allerdings, wie wir wissen, selbst in eine Krise geraten ist, eigentlich eine Dreifachkrise, in eine ökonomische Krise. Wenn man sich die neuesten Zahlen anschaut, bisher haben in Deutschland nur 8% der Internetnutzer für Nachrichten bezahlt. Diese Zahl ist in Deutschland nach dem Digital News Report des Reuters-Instituts in Oxford auch seit 2013 unverändert geblieben. 8% der Internetnutzer, die bereit sind, für journalistische Ware zu bezahlen. Wenn wir professionellen Journalismus haben wollen, wird sich daran sicherlich etwas ändern müssen. Der Journalismus hat aber auch noch ein Identitäts- und ein Qualitätsproblem, ein Identitätsproblem. Es wird immer unschärfer, wo eigentlich Journalismus anfängt, was eigentlich alles zum Journalismus dazugehört. Und das Qualitätsproblem muss man sehr differenziert betrachten. Er hat sicherlich Qualitätsmängel, etwa dann in Situationen, wo sehr, sehr schnell informiert werden muss, wo die Zeit nicht ausreicht, Dinge zu überprüfen. Es wird allerdings auch manches behauptet über den Journalismus, was nicht zutrifft. In der Lügenpressendebatte beispielsweise, dass der Journalismus an Vertrauen verliert. Auch da gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Studien, die das weitgehend widerlegen können, etwa die Mainzer Vertrauensstudie, die für dieses Jahr sogar oder für das Jahr 2018 einen Höchstwert für das Vertrauen angibt. Weitere Adressaten sind die Intermediäre, die ich schon angesprochen habe. Es sind aber auch die Internetnutzer, die in die Verantwortung zu ziehen sind. Hier die Frage nach der Internetkompetenz. Es geht natürlich auch um Regulierung, um die Frage von adäquaten Normen und durchsetzbaren Normen. Es geht nicht zuletzt auch um die Wissenschaft, die das Ganze begleitet, die sich Fragen stellt und nach Möglichkeit auch beantwortet, wie ich sie jetzt hier aufgeworfen habe, nach der Frage der Wertung, nach der Frage der Qualitätsmessung und die, wenn es gut geht, dann auch am Ende Handlungsempfehlungen geben kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Christoph Neuberger. Sie dürfen gerne schon da drüben Platz nehmen. Wir wollen jetzt also über die gute Debatte sprechen und da müssen wir natürlich auch darüber sprechen, was eben nicht so gut funktioniert. Und ein großer Teil dessen, und das ist auch eben schon angeklungen, was eben nicht so gut funktioniert, ist die Hassrede. Und vielleicht, um Ihnen mal zum Einstieg ein paar aktuelle Zahlen zu geben aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage von 2018. Ganz klar, Hassrede ist ein gesellschaftliches Phänomen. 78% der Bevölkerung sehen sich mit Hassrede konfrontiert oder haben sich schon mit Hassrede konfrontiert gesehen. 36% sogar häufig bis sehr häufig. Die 14- bis 24-Jährigen sind sogar überdurchschnittlich oft betroffen. 96%, das ist also eine Zahl, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind eigentlich alle, fast alle. Aber die gute Nachricht ist, es wird auch häufiger gemeldet, was so viel heißt wie 26% melden, wenn sie Kommentare sehen, von denen sie glauben, die sollten dort nicht im Internet stehen. Und 25% haben auch Gegenrede betrieben, sich also kritisch zu eben solchen Hasskommentaren geäußert. Wir wollen also jetzt diskutieren, was eine gute digitale Streitkultur ausmachen könnte. Es soll darum gehen, welche technischen Tools und Funktionen den Diskurs befeuern können. Es soll aber auch darum gehen, wie man die Bedeutung von Meinungsvielfalt und produktivem Streit eben auch vermitteln kann und das eben nicht nur an junge Menschen, sondern auch an die ganz Großen. Die große Frage für heute ist also, digitale Streitkultur, welche Regeln brauchen wir? Und dazu habe ich fantastische Gäste, einer sitzt schon da, ich habe noch mehr, die das mit mir diskutieren werden. Nicole Rieber, wo ist sie? Sehr gut.
Nicole Rieber studierte Psychologie und Medienwissenschaften und ist seit 2013 bei der Berghof Foundation, einer Nichtregierungsorganisation. Und die Foundation unterstützt Konfliktparteien und andere Akteure beim sozialen Wandel sowie dauerhaften Frieden zu erreichen. Genau, also bei der Konflikttransformation, könnte man sagen. Außerdem ist sie Online-Redakteurin bei friedenfragen.de und Projektmanagerin beim Projekt Streitkultur 3.0. Vielleicht zwei Sätze mal dazu. Ja, das ist ein Projekt, da haben wir eine App programmiert, mit der wir gerade an Schulen sind und Workshops durchführen zum Thema digitale Streitkultur. Also es geht darum, Medienkompetenzen, Wissen zu vermitteln über bestimmte Phänomene im Netz, eben Desinformation, Hate Speech, aber auch wie Social Bots und Algorithmen funktionieren. Und Jugendliche zu ermutigen, das Netz als positiven Gestaltungsraum zu begreifen, also wirklich auch aktiv zu werden und möglichst eine digitale Zivilgesellschaft anzuregen. Und Nicole Rieber sagt, die Regeln einer digitalen Streitkultur sind äquivalent zur analogen. Dass diese auch gelten und eingehalten werden, benötigt es den Staat, Plattformen und vor allem medienkompetente NutzerInnen, die sich als digitale Zivilgesellschaft für eine konstruktive und digitale Streitkultur engagieren. Weiterer Gast bei mir, Tore Barfuß. Er ist Ressortleiter Community und Social bei der Welt. Auch da darf gerne applaudiert werden. Vorher auch beim European, bei Cicero und auch schon etwas länger bei der Welt gewesen. Zuletzt dort Managing Editor online im Ressort Nachrichten, also vor dem letzten Karriereschritt. Und seine These lautet, sei kein Arschloch. Dann möchte ich David Lanius begrüßen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja, genau. Am Debate Lab des Karlsruher Instituts für Technologie und Fellow am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, beschäftigt sich vor allen Dingen mit Rekonstruktion und Analyse rechtspopulistischer Argumente im aktuellen politischen Diskurs und leitet auch noch mit Romy Jastas zusammen das sogenannte Forum für Streitkultur. Er sagt, digitale Streitkultur setzt soziale Normen voraus, die es ermöglichen und erleichtern, Andersdenkenden mit interpretativem Wohlwollen zu begegnen und zugleich gegenüber der Ausnutzung dieses Wohlwollens wehrhaft zu bleiben. Herzlich willkommen. Und Dr. Christoph Neuberger, den haben Sie schon kennengelernt. Er sagt, wir brauchen Regulierung oder Vermittlung. Der Journalismus muss stärker moderieren und neue Regeln entwickeln. Und auch Sie, liebes Publikum, dürfen gerne dabei sein. Wir werden am Ende auch die Runde noch einmal öffnen, dass Sie also auch noch die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen. Erst einmal steigen wir hier ein in dieser Runde. Woran erkennt man denn eine gute Debatte oder was sind Voraussetzungen für eine gute Debatte? Vielleicht Tore Barfuß. Ja, also ich glaube, dass man eine gute Debatte sehr leicht identifizieren kann, weil schlechte Debatten sehr schnell aus dem Ruder laufen und wir im Internet immer wieder, auch auf Welt.de und auch in anderen Foren, sehen, wenn etwas eskaliert und niemand, und da bin ich ganz bei Herrn Neuberger, niemand Regeln aufgestellt hat und die dann auch konsequent angewendet werden. Also die allerwenigsten Debatten im Netz sind aktuell so, dass ich sie für gut oder auch nur teilweise gut bezeichnen würde. Und wenn sie gut sind, dann meistens, weil sie in einem abgeschlossenen Raum stattfinden. Warum ist denn Streit überhaupt so wichtig, Nicole Rieber? Also Streit ist grundsätzlich gar nichts Schlechtes, weil Konflikte und Probleme, die wir miteinander haben, eben an die Oberfläche kommen und wir dann möglichst gewaltfrei und konstruktiv versuchen sollten, diese Probleme zu bearbeiten. Und wenn man das dann eben mit einer guten Streitkultur macht, dann steht am Ende eine Lösung, mit der alle gut leben können und mit der vielleicht auch alle also einverstanden sind. Aber das ist ja vielleicht genau der Punkt. Dich alle sind ja immer darauf aus, also ein Einverständnis und ein gemeinsames Übereinkommen, den Konsens zu finden, sondern manche wollen genau das Gegenteil. Wie geht man denn damit um? Ich spiele das einfach an Sie beide. In der Tat, also diese ideale Vorstellung, hört man mich? Ja. Diese Idealvorstellung, wie ich sie gerade skizziert habe, dass alle auch tatsächlich auf die anderen eingehen, deren Argumente anhören, sich auch im Zweifel überzeugen lassen, also von der eigenen Position abrücken, ist natürlich eine sehr ideale Vorstellung. Wir erleben sehr, sehr häufig das genaue Gegenteil. Alles, was
politische Extreme betrifft, die populistischen Strategien zielen vielmehr natürlich darauf ab, den Dissens deutlich zu machen, Grenzen zu ziehen zwischen uns und den anderen. Und das ist natürlich keine Form der politischen Kommunikation, die irgendwie auf Annäherung abzielt. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem geworden. Und es fehlen im Moment, glaube ich, die Orte des Streits im Internet, die gar nicht jetzt mal ganz scharf reguliert werden müssen, aber die zumindest so weit zivilisiert sind, dass man aufeinander hört, dass man aufeinander eingeht. Und da, glaube ich, besteht noch sehr, sehr viel Potenzial im Internet und da wird im Moment noch sehr, sehr vieles verschenkt. Wie geht man denn überhaupt damit um? Also wenn ganz klar ist, wir treffen uns eben nicht auf dem Terrain, dass ich überhaupt Lust habe, eine andere Meinung zu erfahren, mir die anzuhören. Was macht man damit? Weil ich würde sagen, damit ist ja eigentlich der Diskurs schon am Ende. Der Streit ist gar nicht möglich. Also ich würde Herrn Neuberger da zustimmen, dass wir im Prinzip Normen, soziale Normen brauchen, die im Moment fehlen im digitalen Raum. Und die, hier würde ich Frau Rieber zustimmen, die mehr oder weniger analog sind zu dem analogen Raum, wo diese Normen ein bisschen besser funktionieren. Und ein Problem ist, dass wir natürlich häufig so Regeln haben, also im Forum für Streitkultur haben wir zum Beispiel auch 10 Regeln entwickelt, die wir als Regeln ansehen, die diesen 10 Regeln für eine gute Debatte. 10 Regeln für eine gute Debatte, auch bei Zeit Online erschienen. Und das ist einfach die Frage, wie bringt man Leute dazu, nach diesen Regeln zu agieren? Also wir halt es nicht für schlau, das sozusagen rechtlich durchzusetzen oder das sozusagen auch selbst direkt einzufordern, sondern man weiß aus der Forschung, dass Normen häufig dann etabliert werden, wenn andere Leute mit gutem Beispiel vorangehen. Und da würde ich sagen, ganz viele Redaktionen haben das inzwischen kapiert und moderieren sehr stark diese Diskussionsforen, die sie haben und passen auf, welche Kommentare da als erstes freigeschaltet werden oder welche da oben stehen, die dann am besten nach diesen Normen geschrieben sind, also sachlich, begründungsorientiert, respektvoll. Da würde ich gerne zu Tore Barfuß zurückkommen. Wir haben nämlich so ein paar Beispiele mal mitgebracht von Welt.de, wo also nicht ganz klar war, wie gehen wir jetzt mit einem Kommentar um. Denn erstmal, prinzipiell kann jeder einen Kommentar schreiben und dann ist aber die Frage, hat der auf der Seite was zu suchen, um eben den Diskurs zu verbessern, um zu einer Debatte beitragen zu können? Und vielleicht können wir den ersten mal sehen, da ging es um einen Artikel auch zu dem Walter Lübcke, über den ich schon eingangs gesprochen habe. Da sehen wir den Kommentar. Nee, da ging es Kramp-Karrenbauer. Können wir den anderen, haben wir ihn da? Haben wir ihn? Walter Lübcke. Ja. Jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Warum sollte ausgerechnet ein solcher Mord um eine solch polarisierende Person aufgeklärt werden? Irgendwie ist es auch vergleichbar mit der verschwundenen Rebecca aus Berlin. Man wird das Gefühl nicht los. Alle wissen irgendwie mehr und keiner traut sich, was zu sagen. Seltsam. Hoffentlich wird das aufgeklärt. Was habt ihr mit diesem Kommentar gemacht? Wir haben den gelöscht, nachdem wir ihn gesehen haben. Aus zwei Gründen. Zum einen sehen wir ein Problem, das in der Internetsprache gerne Whataboutism genannt wird. Also es wird versucht, die Diskussion auf ein anderes Feld zu lenken. Also hier sehen wir, es geht um Walter Lübcke und da taucht dann plötzlich Rebecca auf. Und das ist das Ende jeder auch nur irgendwie annehmbaren Diskussion, wenn dann plötzlich über Rebecca in einem Walter Lübcke-Kommentar diskutiert wird. Und dann haben wir am Ende auch entschieden, dass dieser Kommentar er hat ja so einen leicht verschwörungstheoretischen Sound und er trägt nichts zur Debatte bei. Also auch wir haben natürlich Regeln und sind die transparent? Die sind transparent, die sieht auch jeder und jeder, der einen Kommentar abgibt, stimmt diesen Regeln zu. Und dieser Kommentar verstößt ganz klar gegen die Regel, bitte diskutieren Sie rund um das Thema. Weil außer zu der Aussage, man hat das Gefühl, hier passt irgendwas nicht, steht da nicht viel zu Walter Lübcke und ansonsten geht es dann um Rebecca. Aber natürlich, das ist ein Fall, der Kommentar an sich ist sprachlich nicht besonders scharf. Er ist jetzt nichts, was nicht vielleicht auch jemand mal in der Kneipe sagen würde. Und das sind genau diese Kommentare, bei denen wir uns schwer tun, weil wir genau wissen, löschen ist halt auch immer ein Signal. Wir können ja vielleicht noch ein weiteres Beispiel anschauen.
Wir nehmen eins davon. Wir nehmen mal, genau, Frau Kamm-Karrenbauer. Genau. Sehr geehrte Frau Kamm-Karrenbauer, das Problem ist doch folgendes. Ich habe früher gerne CDU gewählt, weil ich ein wertekonservativer Mensch bin. Ich habe mich nicht geändert, aber Ihre Partei hat sich extrem geändert und zwar nicht zum Guten. Die einzige Hoffnung ist die Werteunion. Von mir aus können Sie gerne irgendein Ministerium bekleiden, aber überlassen Sie die Führung unseres Vaterlandes bitte den Herren Merz, Maaßen und Bosbach mit freundlichen Grüßen. Finde ich, klingt auch erstmal gar nicht so dramatisch. Wenn wir auch zum Beispiel über Hassrede ja schon gesprochen haben, ist das ja was, wo man sagt, moderat. Wie seid ihr damit umgegangen? Den haben wir tatsächlich stehen gelassen, auch wenn er tatsächlich mal gegen, auch da wieder Whataboutism, er stand unter einem Text, einer Meldung zu dem Bild am Sonntag-Interview mit Kramp-Karrenbauer, wo sie sich vor allem zu den Grünen geäußert hat. Und hier, wir sehen ganz viele Lieblingsthemen, der Wertkonservativen, wie er sich ja auch selber bezeichnet, da tauchen dann plötzlich Namen wie Merz auf, wie Maaßen, wie Bosbach. Also das ist eine ganz große Gefahr für einen Kippen der Diskussion. Aber darunter ging es dann tatsächlich, also in dem Thread, der da daraus entstanden ist, ging es dann tatsächlich um Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre Qualifikation. Und wir fanden, dass das also nah genug am Thema ist, weil sie natürlich als Parteivorsitzende sich diesen Fragen stellen muss. Und es wurde nicht über Herrn Merz und es wurde auch nicht über Herrn Maaßen diskutiert. Also dementsprechend haben wir den dann nicht gelöscht. Also der Whataboutism ist so ein Klassiker unter den Kommentaren, also dass man versucht, irgendwo anders das Thema hinzulenken, wo man vielleicht selber gerne das Thema hinhaben wollen würde. Vielleicht auch an euch alle, was sind denn noch so typische Klassiker aus Netzdebatten, was da für Fehler gemacht werden, um eine gute Debatte zu verhindern? Also ganz oft wird einfach, ich meine, das sind jetzt alles sehr gediegene, mit wohlgewählten Worten formulierte Kommentare. Ganz oft sind die nicht so. Also da werden wirklich Schimpfwörter verwendet, es werden Drohungen verwendet. Wobei ich den Kommentar schon auch, also gerade das, den letzten Abschnitt sehr sexistisch finde. Und das ist zum Beispiel auch sehr spannend, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, die Frauen, Mädchen sind dann schon sehr sensibilisiert. Also wir zeigen Bilder, ist das für euch Hate Speech oder nicht? Die Mädchen stellen sich alle ganz klar, sagen ganz klar, ja, es ist Hate Speech. Und die Jungs stehen alle bei Nein, bei sexistischen Hate Speech-Kommentaren. Und ich würde denen auch so das indirekte Hate Speech Richtung Sexismus einordnen. Und also darauf kann man ja noch antworten, aber gerade die dann so pöbelnd, beleidigend, drohend, auch volksverhetzend sind, finde ich auch schwierig, da noch irgendwie in eine Debatte einzusteigen, weil dahinter wahrscheinlich auch ein Mensch steckt, der einfach ein geschlossenes Weltbild hat. Oder oft genug auch keine Menschen. Oder auch keine Menschen, genau. Trollfarmen, also ja. All diese. Hyperaktive Nutzer. Ja. Ich glaube, das sind alles Argumente, die man heranziehen kann, um Kommentare nicht zu veröffentlichen. Wobei ich es für ganz wichtig halte, da sehr transparent zu sein, also klare Regeln aufzustellen, auch durchaus illustriert mit Beispielen und zu sagen, das haben wir gerne und das haben wir nicht gerne. Der beliebte Vorwurf, das sei eine Einschränkung der Meinungsfreiheit oder Zensur, den kann ich da gar nicht nachvollziehen. Jeder kann beliebig im Internet an irgendeiner Stelle seine Kommentare veröffentlichen, hat keinen Anspruch darauf, einen bestimmten und zwar einen sehr prominenten Sprecherplatz zu bekommen, wo er eine hohe Reichweite erzielt. Ich stelle mir allerdings auch die Frage, ob man solche Kommentare nicht auch stehen lassen kann und einfach mal auch redaktionsseitig kommentieren und erklären kann, was einem daran eigentlich nicht gefällt. Wir haben viele Studien, die zeigen, dass eben kaum moderiert wird in dem Sinne, dass man auch selbst Position bezieht dazu. Das, was wir hier in der Runde haben, nämlich eine Moderatorin, die das Wort zuweist, die, wenn jetzt hier jemand ausfällig werden würde, was wahrscheinlich nicht passieren würde, wahrscheinlich dann eingreift und so weiter. Also, dass man das quasi auch nochmal kommentiert, was ja dann, wenn Sie so wollen, auch einen gewissen erzieherischen Effekt haben könnte, quasi lernen am Gegenstand. Kann ich dazu gleich was sagen? Also, das machen wir tatsächlich. Wir können das nicht wir können nicht auf alle Kommentare antworten. Welt ist die einzige Seite, wo die Kommentare immer für alle Artikel offen sind. Wir bekommen bis zu 30.000 Kommentare am Tag. Und ihr werdet aber algorithmisch unterstützt. Es gibt sozusagen Vorauswahl. Es gibt eine Vorauswahl. Also die ganz schlimmen Beleidigungen, die werden von einer Maschine aussortiert. Also wer zu viel pöbelt, der schafft es sowieso nicht auf die Seite. Und was wir aber machen, ist, wenn wir zum Beispiel merken, dass es ein
dass gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gehetzt wird, dass gegen Frauen gehetzt wird, dann antworten wir selten, sondern wir schreiben dann gerne eine Antwort ganz oben in den Kommentar-Thread und pinnen, wir nennen das Pinnen. Wir pinnen die dann an und dann muss jeder, der in den Kommentarbereich geht, einmal an so eine Antwort vorbei. Da steht dann, liebe Kommentierende, bitte hetzen Sie nicht gegen Minderheiten oder wer hier gegen unseren türkischen Korrespondenten Deniz Yüksel ausfällig wird, wird ausgeschlossen. Also sowas machen wir tatsächlich, Counter-Speech. Ja. Ich würde gerne auch nochmal vielleicht auf diesen Kommentar zurückkommen, weil der ja auch so ein bisschen, nee, den wir gerade hatten, von Annegret Kramp-Karrenbauer, der ist ja auch so ein bisschen moralisch in der Argumentation. David Leinus, was halten Sie denn von solchen moralischen Argumentationen, also wo jemand sich scheinbar erhebt aufgrund einer bestimmten Moralvorstellung? Ich glaube, ich würde grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen Kommentaren, die tatsächlich strafrechtlich relevant sind. Also wir hatten jetzt gerade angesprochen, bestimmte Formen von Hate Speech, Volksverhetzung, Verleumdung, Beleidigungen, wo man ja nicht nur löschen sollte, sondern tatsächlich auch vielleicht Anzeige erstatten sollte oder die Betroffenen ermutigen sollte, Anzeige zu erstatten, weil das häufig nicht passiert. Und dadurch dann von den, also die sozialen Normen, die ich vorhin angesprochen habe, überhaupt nicht etabliert werden können. Also wir können gar nicht zu moderateren Verletzungen von sozialen Normen gehen und vielleicht hier ein bisschen aufräumen, sondern wir sind eigentlich schon an einem viel grundlegenderen Problem, dass das Internet nach wie vor als rechtsfreier Raum wahrgenommen wird von vielen Leuten und die Sanktionen häufig sehr, sehr schwer durchzusetzen sind und dann zum Teil sogar einfach zu niedrig, dass Leute einfach immer wieder diese volksverhetzenden, beleidigenden Kommentare schreiben, obwohl sie vielleicht schon 2-3 Mal verurteilt wurden. Das halte ich für das eigentliche Problem. Und dann gibt es natürlich noch nachfolgend andere Fehler, die in der Debatte passieren, denen wir uns auch zuwenden sollten. Und da würde ich vielleicht als ganz schwerwiegenden Fehler ansprechen, das Strohmann-Argument, was so ganz, ganz klassisch häufig als Manöver auch bewusst eingesetzt wird, aber zum Teil auch ganz unabsichtlich. Also in dieser Debatte mit Annegret Kramp-Karrenbauer zum Beispiel hatte sie Rezo, diesem YouTuber, vorgeworfen, er würde die CDU zerstören. Also das kam in diesem Tweet explizit drin vor und das macht er natürlich nicht. Das Interessante nun ist, dass das meistens nicht auffällt. Also zumindest vielen Leuten fällt es nicht auf und in manchen Debatten fällt es sogar den Betroffenen nicht auf. Im Fall von Rezo mit Sicherheit schon, aber andere Fälle sind ein bisschen subtiler, wo die Position, die eine bestimmte Person eingenommen hat, ein bisschen verdreht wird und die wird dann ins Lächerliche gezogen oder angegriffen, ohne dass die Person es selber gar nicht merkt, aber sie ist irgendwie in dieser Verteidigungshaltung zu sagen, oh, ich werde jetzt irgendwie vielleicht auch angegriffen und jetzt muss ich diese Position verteidigen, die ich vielleicht gar nicht habe. Und das ist sehr konsistent. Also bezogen jetzt auf Rezo, dass der eigentlich ja gar nicht die CDU zerstören wollte, sondern eigentlich, das, wenn man so will, ein YouTube-Format ist, die Zerstörung und das sozusagen so verdreht worden ist, er hätte tatsächlich vorgehabt, also die CDU quasi im Kern zu treffen. Ja, also dieses Video hat ja den Titel Die Zerstörung der CDU. Das ist so ein bisschen Clickbaiting wahrscheinlich, also ist sehr reißerisch. Aber er macht es in der ersten Minute seines Videos klar, was es bedeuten soll. Und er sagt mehr oder weniger wörtlich, naja, die CDU zerstört sich selbst mit den Politiken, die sie verfolgt. Mhm. Und das kann man teilen oder nicht, man kann das kritisieren. Und was ich jetzt sozusagen bemängeln würde an der Kritik, die da von der Politik kam, und zwar nicht nur von der CDU, sondern relativ allgemein, ist, dass hier nicht sachlich sozusagen sich mit diesen Argumenten auseinandergesetzt wurde, sondern mit relativ wenig Wohlwollen hier eine Position diskreditiert wurde eigentlich, indem sie ins Lächerliche oder in was Abwegiges gezogen wurde. Und auch so ein bisschen, der YouTuber, der hat ja eh keine Ahnung und Zerstörung sagt man nicht, so in die Richtung? Das hast du jetzt gesagt. Ich weiß nicht, was die Motivation jetzt hinter diesem Tweet genau ist oder ob Annegret Karrenbauer zum Beispiel selber der Überzeugung ist, dass Rezo die CDU zerstören möchte zum Beispiel oder ob das auch vielleicht was politisch-strategisches ist. Dazu würde ich jetzt nicht sagen wollen. Kann man aber das Ganze nicht vielleicht auch positiv sehen, weil tatsächlich eine öffentliche Reibung eben auch stattgefunden hat und man hat eben gesehen, okay, da hat ein YouTuber es geschafft, also auch mal die CDU in Bedrängnis zu bringen, sich vielleicht auch zu bestimmten Positionen mal nochmal zu äußern, eine klare Haltung zu entwickeln. Und da sind wir beim Thema Streit. Also hat das nicht vielleicht auch was Positives bewirkt, auch wenn wir sagen, ah, das war jetzt erstmal nicht so super, der hat die CDU sich nicht so gut verhalten, war nicht elegant? Ich
Also ich glaube, dass der Streit sehr schön gezeigt hat, was viele Probleme im Netz sind. Zum Beispiel alleine nur das Wort zerstören, was im YouTube-Jargon anders verwendet wird als im politischen Diskurs. Genau, das meinte ich mit dem Format. Mhm. Also wir brauchen jetzt keinen Deep Dive in die Jugendsprache zu machen, aber ich glaube, dass die Frage, die sich darstellt, ja auch eine andere ist als die der digitalen Streitkultur, weil der Tweet von Annegret Kramp-Karrenbauer war ja nur eine Auslagerung aus einem analogen Streit. Also das ist auch das Problem und natürlich ist das jetzt nicht falsch, was Herr Lanius gesagt hat, aber auch diese Vermischung zwischen digitaler und öffentlicher Sphäre und wo dort gestritten wird, alleine darüber gibt es keinen Konsens. Also wie schnell wir jetzt gerade weg sind aus den anonymen Kommentarspalten hin zur Diskussion darum, was Annegret Kramp-Karrenbauer in einem Tweet, der ja ehrlicherweise auch nichts anderes als eine Pressemitteilung ist, gesagt oder gemacht hat, das zeigt, finde ich, wie schwierig diese Debatte ist. Kann man das überhaupt trennen? Also genau, das wollte ich gerade sagen. Also mir fällt es auch sehr schwer, jetzt zu sagen, das ist irgendwie jeder digitale Streit und das sind die Kommentarspalten und das bleibt da drin und da passiert auch nichts. Und dann haben wir hier die analoge Welt und hier streiten wir uns dann extra. So funktioniert das. Ist ja das schöne Beispiel, wo diese Wechselwirkung vielleicht auch deutlich wird. Genau, also und das sieht man ja auch an Studien, dass das, was auch in den Kommentarspalten und auch auf Facebook passiert, einen Einfluss darauf hat, wie zum Beispiel Gewalt und Konflikte auch im realen Leben eskalieren können. Und wenn wir zum Beispiel unsere Jugendlichen fragen, für die gibt es keine Online- und Offline-Welt, für die ist das eine Welt. Und wenn man dann kurz einen Tweet abschickt oder kurz was auf Instagram postet, dann sind die nicht irgendwie online, sondern das ist eine Welt für sie. Also deswegen glaube ich, kann man das auch gar nicht mehr trennen und man kann auch nicht so tun, als ob das, was digital passiert, keinen Einfluss hat. Ja. Würde ich ganz eindeutig zustimmen wollen. Also die Vorstellung, das sind irgendwie zwei Welten, die sind isoliert und da sind die Jungen, da sind die Alten, das trifft absolut nicht zu. Das sind vielleicht zwei Diskussionskulturen, die da aufeinanderprallen, wo wir merken, da passen Logiken einfach nicht zusammen. Das ist diese Reibung, die da entsteht, ist ja spannend. Ich glaube, dass Rezo und auch in vielen anderen früheren Fällen, wo ein Tweet irgendwas ausgelöst hat, das nur deshalb gelungen ist, weil die klassischen Medien das aufgegriffen haben und enorm verstärkt haben, die natürlich nach wie vor eine viel, viel größere Reichweite haben, eine viel größere Relevanz haben, auch viel eher den politischen Raum erreichen, die dortigen Entscheidungsträger, dass der Spiegel eine Titelgeschichte dazu gemacht hat, dass viele andere große Medien aufgesprungen ist. Das war ganz enorm wichtig, hat das Ganze natürlich auch aufgewertet und hat sicherlich auch zu den 14, 15 Millionen Zugriffen dann auch geführt. Ich glaube, das sind so Selbstverstärkungsmechanismen, die da keine Grenze mehr ziehen zwischen der Online- und Offline-Welt oder sozialen Medien und dem ganzen Rest, sondern das zeigt eben das, was ich vorhin auch angesprochen hatte, es ist nach wie vor ein gemeinsamer öffentlicher Raum. So, da kommt nicht alles an aus den sozialen Medien und die spannende Frage ist, wann gelingt denn dann das? Das war ja die große Überraschung. Weshalb schafft es ein YouTuber, zu dem Zeitpunkt plötzlich so eine Riesenaufmerksamkeit zu erzielen und die etablierte Politik so in Verlegenheit zu bringen? Das ist eine unheimlich spannende Frage. Und das hat eben nicht nur damit zu tun, dass er eben aufgetreten ist wie ein YouTuber mit blauen Haaren und so weiter, sondern dass er eben, und das fand ich eigentlich Faszinierende daran, er hat immer gesagt, die Wissenschaft sagt und hat das auch versucht zu belegen, ganz klassisch, wie man das machen würde, mit Fußnoten, mit Belegen, mit Studien, ob das jetzt alles stimmt. Es gibt ja viele Fact-Checker, die sich damit mittlerweile beschäftigt haben, was auch unheimlich spannend ist und die ihm ja doch in vielen Teilen recht geben müssen, manches korrigieren, aber dass hier wirklich das Bemühen da ist, einen rationalen Diskurs zu führen, nämlich mit den besseren Argumenten. Und da kann ich nur sagen, das hat die Sache enorm belebt. Wenn wir aber nochmal auf diese Wechselwirkung zurückkommen, also das ist ganz klar, also ein Zusammenspiel von Online- und Offline-Welten miteinander gibt und wir auch zu den Jugendlichen dann nochmal kommen. Wenn man also eine gute Diskussionskultur erlernen möchte und auch im digitalen Raum dann erlebt, da läuft es eben nicht immer rund. Was bedeutet das also für Menschen, die da reingehen, speziell junge Menschen und eigentlich vielleicht das Debattieren, das Diskutieren, das Streiten noch lernen müssen? Also ich glaube, das gilt im Grunde genommen für alle. Das Problem ist nur, dass die meisten Förderprogramme eben für Jugendliche aufgelegt sind und deswegen es ganz viel Medienkompetenz für Jugend gibt. Und wenn ich dann Vorträge halte, dann kommen öfters auch Menschen, die nicht mehr Jugendliche sind, zu mir und sagen, ja, sie fänden es toll, wenn das eben auch mal für ältere Menschen, also
Erwachsene angeboten wird. Also bei Jugendlichen ist es so, dass die sich, das sieht man auch an Studien, sich mehr ins Private zurückziehen. Die sind gar nicht mehr so viel auf den sozialen Medien unterwegs. Die kommentieren. Weil die sehen, wie schlimm ihre Eltern kommentieren. Ja, auch. Also auf Facebook sind sie sowieso eigentlich nicht mehr. Instagram war bis 2018 noch so das Essen und Urlaubsfotos Bilderbuch. Das ist es leider auch nicht mehr. Da kassiert genauso der Hass und die Desinformation. Und viele der Jugendlichen ziehen sich eher ins Dark Social zurück, also in Messenger-Gruppen und kriegen da Infos. Und sie müssen aber also nicht glauben, dass es da dann immer gesittet zugeht. Also wenn wir die Jugendlichen fragen und die Lehrkräfte nicht anwesend sind, wer von euch hat schon mal Erfahrungen mit Online-Cybermobbing gemacht, dann sind immer mehrere Opfer, aber es gibt immer Leute, die davon schon betroffen waren oder die es zumindest mitbekommen haben. Also das ist dann in diesen Gruppen und da hat keiner Zugriff drauf und das ist... Ist das dann vielleicht sogar noch besonders gefährlich, weil bei einer öffentlichen Debatte, ich denke jetzt zum Beispiel auch an den Journalismus, gibt es unter Umständen im besten Fall einen Moderator, der noch eingreifen kann, während wenn ich also im Dark Social mich bewege, da gilt, sage ich mal, Debattenkultur Kamikaze, wenn es schlecht läuft. Genau, also da gibt es dann keine Kontrollfunktion und deswegen, klar, es ist da nochmal wichtiger, so eine Streitkultur zu stärken und auch Jugendlichen klarzumachen, wo sie Hilfe bekommen, weil das ist wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn so ein Fall eintritt. Aber ist es dann nicht so, dass wir eben gerade auch in den Medien schon so eine Art Vorbildfunktion brauchen, wie eine gute Debatte gestaltet sein kann, damit eben ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener die Möglichkeit hat zu sehen, okay, so und so muss das ablaufen nach den und den Regeln, damit also auch eine fruchtbare Debatte entstehen kann? Ja, in der Tat. Also es bedarf Vorbilder, wenn man diese Sphäre zivilisieren will. Und die fehlen im Moment noch. Und das hat mehrere Facetten, dieses Thema. Das eine ist, dass wir einfach die Plattformen nehmen, so wie sie im Moment existieren. Kann man auf Twitter vernünftig diskutieren, auf Facebook und so weiter. Also eigentlich müsste man, die sind ja erstmal Maschinen, um Geld zu verdienen. So. Und die wollen Klicks erzielen und so weiter. Und nicht deshalb, um die politische Debattenkultur zu verbessern. Also wir müssen eigentlich mal uns erstmal darüber Gedanken machen, wie so ein Forum aussehen muss. Und dann müssen wir es entsprechend gestalten. Und das ist eine Aufgabe, wie gesagt, der klassische Vermittler der Medienunternehmen, soweit sie dazu noch in der Lage sind, die Öffentlich-Rechtlichen hätte ich vor allem im Blick, deren Auftrag gerade darin besteht, nämlich diese individuelle und öffentliche Meinungsbildung zu fördern, also den Austausch. Die sind da immer noch zu zögerlich, nachdem jetzt so langsam die rechtlichen Barrieren, die es natürlich auch sehr lange gab, gesenkt werden. Also da könnte man sich noch viele Gedanken darüber machen. Und das andere ist tatsächlich dann auch der Verlauf selbst dann, wie das Ganze stattfindet, darüber hatten wir schon gesprochen, dass Journalismus nicht mehr nur ein reiner Produzent ist, der Nachrichten, Berichte, Kommentare schreibt und dann irgendwie ein fertiges Produkt weiter verbreitet und damit Geld verdient, sondern der eben so eine moderierende Rolle hat, als Knoten in einem großen Netzwerk und diesen Diskurs fördern soll. So, das ist eine ganz neue Rolle. Also die Talkshow internetfähig machen und die Moderatorenrolle insbesondere. Und da ist jetzt, wir haben zwar gehört, dass bei der Welt sich da einiges tut, aber da ist, glaube ich, auch noch vieles, was noch erschlossen werden müsste. Ganz viel. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich Minderheitenschutz. Also sowohl, was einfach Diskriminierung anbelangt, aber auch tatsächlich Minderheiten in Diskussionen. Also wir sehen ganz oft auf Welt, aber auch in den sozialen Netzwerken, wenn es zu viel Zustimmung zu einer bestimmten These gibt oder eine Meinung sehr weit verbreitet ist, dass sich die anderen dann nicht trauen. Also nicht nur schützen, sondern vielleicht sogar die noch auf den Podest heben. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Rollen in guter Moderation. Wenn wir mal wegkommen von den Medien, vielleicht zu den Plattformen, die ja auch beteiligt daran sind, auf gewisse Art und Weise Debatten zu lenken, beziehungsweise eben vielleicht falsch fehlzulenken, aufgrund dessen einfach, wie sie funktionieren, wie die Logiken der Plattformen sind. Sie haben einmal gesagt, Herr Neuberger, die Plattform-Lobbying schafft ein falsches Belohnungssystem, es entsteht eine Atmosphäre der großen Gereiztheit. So, und das hat was damit zu tun, also wie Plattformen erstmal an sich funktionieren. Was könnten denn Plattformen tun, um den Diskurs zu harmonisieren? Und da sind wir auch viel eher vielleicht bei den privaten als bei den politischen Debatten. Oder bei den vermischten davon.
Also die Frage eben, ob sie das ihr Interesse ist, weil diese gereizten Diskussionen, die schaffen eben viel mehr Aufregung, viel mehr Aktivitäten und so weiter, ob das überhaupt ihr Interesse ist. Sie sind ja anders als jetzt die publizistischen Medien, denen man eine bestimmte öffentliche Aufgabe zuschreibt, die bei den Öffentlich-Rechtlichen sogar einen rechtlich vorgegebenen Auftrag haben, sind sie ja daran gar nicht gebunden. Das ist ja nicht ihr Ursprung gewesen, sondern sie haben sich ihr Geschäftsmodell gesucht und das besteht eben darin, Werbung zu betreiben, Daten zu sammeln. Shoshana Zuboff hat das in ihrem Buch Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus sehr schön beschrieben, wie das Ganze funktioniert, und sie weist eben vor allem darauf hin, dass das eine völlige inhaltliche Indifferenz bedeutet. Es wird das gemacht, was halt irgendwie funktioniert und das gefördert, und so sind ja auch die Algorithmen dann entsprechend dann auch getrimmt so. Also die Frage, ob man sie da in die Verantwortung nehmen kann, ob man sie in die Pflicht nehmen kann, das ist ja der Versuch jetzt im Moment auch des Gesetzgebers. Und auch die ersten zögerlichen Schritte und die Bereitschaft zu einer Selbstverpflichtung, bestimmte Regeln anzuerkennen. Aber wie wir wissen, ist das eine sehr, sehr zähe Angelegenheit. So. Im Moment gibt es ja die Diskussion darüber, eine eigenständige europäische Plattform zu schaffen. Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, hatte ja die Idee, die schon seit anderthalb Jahren diskutiert wird. Da kann man jetzt lange darüber streiten, ob dieser technologische Vorsprung überhaupt noch einholbar ist. Das ist die eine Frage. Aber zumindest der Grundgedanke, den halte ich nicht für falsch zu sagen. Wir haben bestimmte Werte, die wir eben auch realisiert haben wollen, und die müssen wir umsetzen. Und dafür müssen wir eben die geeigneten Plattformen schaffen. Und wie das dann im Einzelnen aussieht, ob das dann nur in der Hand der Öffentlich-Rechtlichen ist, der Plan sieht ja so aus, dass auch die privatwirtschaftlichen Medien beteiligt sein sollen. Ich glaube, in die Richtung müsste man weiterdenken. Wenn wir schon bei den Plattformen sind, gibt es denn gute Räume, wo man im Internet Diskussionen lernen kann? Fällt Ihnen was ein? Gibt es auf jeden Fall. Also es gibt Plattformen wie Kialo.com zum Beispiel, wo zu bestimmten Themen dann Argumente gesammelt werden und das auch sehr schön visualisiert wird. Wer treibt sich darum? Für wen ist das was? Wahrscheinlich tendenziell doch für Nerds, also für Leute, die an bestimmten Themen sehr, sehr stark interessiert sind. Und ich glaube, da kommen wir dann auf dieses Grundproblem, also diese Zwickmühle eigentlich, in der wir stecken, dass wir auf der einen Seite halt diese großen Plattformen haben, die ein Geschäftsmodell haben, das auf Aufmerksamkeit und Werbung basiert und sehr, sehr erfolgreich ist. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganze Reihe an auch häufig zivilgesellschaftlichen Organisationen oder kleineren Unternehmen, die aber nicht so erfolgreich sein können aus dem gewissen Grund, weil das für die Leute nicht attraktiv ist. Also niemand möchte einfach nur sachlich Argumente austauschen, also die allerwenigsten, sondern man möchte halt irgendwie mit seinen Freunden interagieren oder ne, also was auch immer dann genau Facebook so oder ne, diese ganzen Plattformen so reizvoll macht für so viele Menschen, das wird halt auf diesen anderen Plattformen, die ganz gezielt eine gute Debatte fördern sollen, nicht geboten. Und da ist tatsächlich die Herausforderung für die Wissenschaft, aber eben auch für die Start-up-Szene, vielleicht mit noch ein bisschen innovativeren Ideen zu kommen und da was zu finden, was die Leute oder mehr Menschen zumindest fängt. Ein anderer Weg wäre dann zu gucken, okay, kann man Facebook und Co. zwingen, wahrscheinlich letztlich über rechtliche Maßnahmen, das ein bisschen anzupassen und zumindest so die größte Gefahr rauszunehmen. Mhm. Nicole Rieber würde mich dazu auch noch interessieren. Was sind Orte im Internet, wo man das Diskutieren lernen kann? Oder kann man das im Internet überhaupt, einen zivilisierten Diskurs erlernen? Also ich glaube, das ist schon auch ganz gut, wenn man das auch analog übt, also weil man das ja auch fürs analoge Leben braucht. Und das ist auch nicht so, dass alle Menschen analog gut streiten. Es gibt sehr unterschiedliche Typen vom Streit her und wahrscheinlich ist jeder von Ihnen schon mal an jemanden geraten, der impulsiv geworden ist, der dann Sachen gesagt hat, die einem danach leid getan haben. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die konstruktivste Art zu streiten. Ich glaube schon, dass es Initiativen gibt, also gerade in der digitalen Zivilgesellschaft gibt es sehr viele Initiativen, zum Beispiel auch die Sprich mit mir, das ist eine neue Initiative, die praktisch versucht, Menschen mit unterschiedlichen Weltbildern, also konservativ und liberal, zusammenzubringen und die dann über ein bestimmtes Thema diskutieren können. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, was wir auch in einer analogen Welt immer weniger haben. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie mein Freundeskreis gestaltet ist, dann treffe ich da relativ wenig Menschen, die andere Meinungen haben als ich, dass man wirklich in den Streit darüber kommen könnte. Und Toleranz bedeutet eben nicht zu tolerieren, dass jemand eine sehr ähnliche Meinung hat wie ich, sondern auch, dass jemand eine andere Meinung hat, die meiner Meinung widerspricht. Und das ist auch schwer auszuhalten. Ich habe mal gelesen, Toleranz tut weh. Und das stimmt. Das ist wirklich schwer zu ertragen. Der Verdienst des Internets
ist ja auch wenn man immer wieder den Begriff Filterblase hört, dass eigentlich es die Möglichkeit gibt, dass auch unterschiedliche Realitäten, wenn wir es vielleicht mal so nennen wollen, aufeinandertreffen und eben auch in die Diskussion miteinander kommen. Beziehungsweise dann kommt es vielleicht genau zu dem, zum Streit. Also es eskaliert. Ist das aber auch nicht was, was man aushalten muss? Denn das Internet hat etwas eigentlich Großartiges geschafft, es hat den Diskurs in die Mitte der Gesellschaft geholt. Normalerweise haben wir einen sehr akademisierten Diskurs gehabt, also in den Parlamenten, in den Universitäten wurde diskutiert über den Fortgang der Gesellschaft. Jetzt tut man das auch im Internet und da kann sich jeder beteiligen. Also da geht es natürlich zur Sache. Ja, das Problem ist ja aber, dass sich gar nicht so viele beteiligen. Also wenn sich jetzt hier alle beteiligen würden, ständig bei diesen Diskussionen und genauso viel kommentieren würden wie die hyperaktiven NutzerInnen, dann hätten wir auch nicht dieses Problem. Aber das Problem ist, dass es, glaube ich, 10% der NutzerInnen sind, die diese, oder noch weniger? Es gibt die 1-10-90-Regel, die im Journalismus gilt. 1% kommentiert aktiv mit, 10% gucken sich die Kommentare an, 90% interessiert es nicht. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das Problem. Es ist eine Illusion. Aber trotzdem diskutiert ja nicht mehr nur der Akademiker. Nee, das ist richtig. Aber und ist das nicht ein Gewinn erstmal? Und vielleicht ist dann der Ton eben auch nicht so fein, in Anführungszeichen, immer? Ich glaube, dass das Problem ist, dass gerade Kräfte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt demokratisch sind und auch nicht an einer konstruktiven Streitkultur interessiert sind, sehr genau wissen, wie das Internet funktioniert, sehr genau wissen, wie die Plattformen funktionieren, die haben die technischen Möglichkeiten und die sind organisiert. Und dadurch entstehen auch manchmal Meinungsbilder oder auch Themen, die so eigentlich gar nicht da sind. What aboutism? Inwieweit kann man denn überhaupt diskutieren, wenn das Weltbild unter Umständen auch auf falschen Informationen oder auf Verschwörungstheorien fußt? So, weil trotzdem haben wir die Leute, die eben sich im Internet treffen und vielleicht auch Argumente austauschen wollen. Wie ist das möglich, wenn also so unterschiedliche Grundlagen vorhanden sind, wenn Menschen miteinander diskutieren sollen? Es gibt ja den Satz, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und die Gefahr, die wir im Moment wirklich sehen, und das ist deshalb auch nicht umsonst die Rede von einem postfaktischen Zeitalter, auch wenn ich nicht glaube, dass das im Moment anbricht, aber da bröckelt irgendwas. Also die Frage, wie wir denn gemeinsam eine Wissensbasis finden, auf der wir dann politische Entscheidungen treffen können und auf deren Grundlage wir dann auch unsere Meinungen bilden. So. Ob wir uns darüber verständigen können, dass es einen Klimawandel gibt, dass der menschengemacht ist, dass es den Temperaturanstieg gibt und so weiter. So. Also die Fakten, die in der Vergangenheit entweder von Seiten der Wissenschaft, von Seiten des Journalismus, soweit es ums aktuelle Geschehen ging, geliefert wurden und die dann auch weitgehend akzeptiert wurden. Und dass wir da eben sehr häufig einen Zweifel haben und die berühren dann eben nicht mehr die Frage, ob eine einzelne Aussage stimmt oder nicht stimmt, sondern die Frage, welches der richtige Weg dorthin ist. So. Ob man sich darauf verständigen kann, wie Journalismus arbeitet, ob das der richtige Weg ist oder eben nicht so. Und diese gemeinsame Wissensgrundlage zu schaffen, ist die Voraussetzung für jeden politischen Streit, wo ja dann Wertfragen ins Spiel kommen. Und das überhaupt mal zu thematisieren, und das betrifft dann auch die alten epistemischen Autoritäten, Wissenschaft und Journalismus, die ja oft genug den Eindruck erweckt haben, dass sie die pure Wahrheit liefern, an der es keinen Zweifel geben kann. Wenn man sich nur die Claims anschaut von Spiegel oder Bild, die ja sagen, dass jemand geben muss, der die Wahrheit ausspricht, so hat die Bild-Zeitung geworben, sodass man den Eindruck erweckt hat, die Redaktion liefert das und da braucht man keine Fragen mehr stellen. Diese Zweifel, wie wir das wissen aus der Wissenschaft, des kritischen Rationalismus, dass man nie zur absoluten Gewissheit gelangt, sondern dass es nur Wege gibt dorthin, die auch diskutabel sind und dass man vorläufige Annahmen treffen kann, nach bestem Wissen und Gewissen. Man hat gute Gründe dafür, vorläufig daran festzuhalten, aber dass man immer wieder auch mal fragen darf, stimmt das denn nun wirklich so? Und man immer wieder Dinge überprüfen muss. Also diese Unsicherheit, die wir eigentlich aus der Wissenschaft und aus dem Journalismus kennen, auch nach außen hin zu bekennen, wäre, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt. Weil im Moment kann man auch diese Konfrontation damit erklären, dass eben diese alten Autoritäten eben zu sehr darauf beharren, eben die Wahrheit zu liefern. Wenn wir davon ausgehen, dass es einen allgemeinen Vertrauensverlust auch gibt in wichtige Institutionen, das betrifft zum Teil die Öffentlich-Rechtlichen, das betrifft die Kirche zum Beispiel zum Teil auch, das betrifft die Gewerkschaften zum Teil. Ist das dann auch ein Spiegel dafür, dass wir also so eine Debattenkultur erleben, wie wir sie erleben? Also, dass eben viel stärker angezweifelt wird, man viel stärker auch einer Verschwörungstheorie anheimfällt und solchen Dingen? Ich gebe das auch
gerne in die komplette Runde. Also ich glaube nicht, dass das grundlegende Problem unterschiedliche Weltbilder oder falsche Prämissen sind. Also ich glaube, darüber könnte man sich immer noch verständigen. Und in einem gewissen Sinn ist es auch wichtig, andere Meinungen in der Debatte zu haben, um selbst in diesen Gründeaustausch kommen zu können, um auch immer wieder die eigene Position reflektieren zu können. Und ich glaube, da brauchen wir tatsächlich von diesen Autoritäten her ein bisschen mehr Bescheidenheit und diese Akzeptanz zu sagen, ja, im Zweifel könnte ich mich auch geirrt haben oder wir haben hier nicht, naja, also es gibt vielleicht noch ein Argument, was dagegen spricht, was wir mindestens einfangen müssen, wo wir unsere Position vielleicht ein bisschen verändern müssen. Und ich glaube, das ist so das eine, dass häufig dann eine gewisse Hilflosigkeit herrscht, damit umzugehen und in irgendeiner Form Kritik einstecken zu können. Und auf der anderen Seite haben wir, und das finde ich, zeigt sich im Netz halt besonders, das, was du, Nicole, angesprochen hattest, haben wir tatsächlich diese ganzen strategischen Akteure, die entweder auf Geld aus sind, also wir haben diese Fake News Fabriken, wo Leute einfach kommerziell Fake News generieren und damit Geld verdienen. Wir haben bestimmt Trollfabriken, wir haben Leute, die versuchen, den öffentlichen Diskurs zu stören. Wir haben verschiedene Medienanstalten wie RT oder Sputnik, die diese Unwahrheiten verbreiten, aber halt nicht einfach, weil da Leute stehen, die sagen, ja, das glauben wir, sondern weil die eine politische Mission haben, die Gesellschaft zu destabilisieren. Zu dieser Vertrauensfrage, ich hatte das in meinem Impulsvortrag schon kurz angeschnitten. Zunächst mal ein gewisses Maß an Misstrauen ist, glaube ich, ganz wichtig in der Demokratie. Man soll nicht alles einfach, nur was in der Zeitung steht, glauben so. Das gehört, glaube ich, zur Mündigkeit dazu, Dinge in Zweifel zu ziehen. Und gerade in der Demokratie, es gibt spannende international vergleichende Studien zum Medienvertrauen. Das Medienvertrauen ist in autoritären Systemen meistens höher als in Demokratien. Schlicht deshalb, in Demokratien wird man permanent verwirrt. Da gibt es Pressevielfalt, da sagen die einen das eine, die anderen das andere. So, man muss selbst anfangen zu denken. Während in autoritären Staaten gibt es eine Einheit Meinung und da braucht man gar nicht, da werden keine Zweifel gesät quasi wie in einer Demokratie. Also ein gewisses Maß ist, glaube ich, ganz wichtig, natürlich kein Übermaß. Die Behauptung, dass es eine Vertrauenskrise gibt, wie gesagt, steht auf empirisch ganz wackeligen Beinen. Das ist, glaube ich, auch Teil dieser Strategie, Zweifel zu säen und eine wichtige demokratische Institution zu untergraben, dass man sagt, das Publikum hat es längst durchschaut, dieses Spiel, das da getrieben wird mit Elitenverflechtung und Steuerung und das Kanzleramt gibt direkt die Anweisung in die Redaktion, was natürlich alles Unsinn ist. Und dass dadurch Vertrauen verloren gegangen wäre. Was richtig ist, ist, dass es eine intensivere Auseinandersetzung gibt in der Bevölkerung. Wir sehen einerseits, dass der Anteil derjenigen, die den Medien vertrauen und sehr stark vertrauen, wächst. Wir sehen auf der anderen Seite aber durchaus auch, dass diejenigen, die sich auch in die andere Richtung positionieren, ein Stück weit angewachsen sind, im Moment so im Bereich von 20-25%, die den Medien misstrauen. Das ist also quasi der Bereich der Unentschiedenen, tendenziell kleiner geworden ist. Wobei man durchaus argumentieren kann, diejenigen, die in der Mitte sind, sind eigentlich diejenigen, die sich am angemessensten verhalten, weil die wahrscheinlich diejenigen sind, die differenziert dann auch Urteile fällen und sagen, ich glaube eher dem Medium als dem anderen Medium. Brauchen wir mehr Leidenschaft zur Mitte? Und da dann schon den leidenschaftlichen Streit? Ich auf jeden Fall, hundertprozentig. Ich glaube, dass die Mitte sowohl im politischen als vor allem aber auch im Diskurs einfach unterrepräsentiert ist und dass da die Medien wie die sozialen Medien schuld dran sind. Es ist vollkommen egal, was ein Politiker in einem sehr, sehr langen Interview sagt, wenn ein einziger Satz dabei ist, der für die Headline taugt, der zur Instrumentalisierung taugt, dann ist das der eine Satz, der übrig bleibt. Und das ist ein Problem, das wir in den Medien sehen und was auch Teile der Medien, glaube ich, schon erkannt haben, aber wofür noch keine Lösung gefunden wurde, weil, und das um mal die Praxis zu spiegeln, wir sehen ja heute in digitalen Medien relativ gut, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn wir eine langweilige Überschrift über einen Text drüber schreiben, dann wird der nicht angeklickt. Dann wird der einfach nicht angeklickt. So. Und natürlich, und da kommen dann wieder die Öffentlich-Rechtlichen ins Spiel, gibt es eine Informationspflicht und es gibt eine, irgendwie auch ein Ethos, den die Medien haben, sprich man springt nicht über jedes Stöckchen, aber irgendeinen in der Branche gibt es dann und dadurch entstehen dann genau diese Glaubwürdigkeitsdebatten und jemand, der sowieso schon zweifelt, wird immer irgendeinen Journalisten, einen Politiker, eine Person des öffentlichen Lebens finden, der seine These gerade bestätigt. Und das ist
ein großes Problem. Aber, um noch einen Satz zu sagen, wir haben jetzt so viel über das Internet geschimpft, eine Sache, die der Journalismus schon gelernt hat, ist, er hat ein Stück weit Arroganz abgelegt. Also es gibt jetzt durch die vielen Terroranschläge der letzten Jahre, gab es viel häufiger Stücke, wo der Journalist einfach mal aufgeschrieben hat, was er alles noch nicht weiß, wo er unsicher ist. Wenn wir Fehler machen, dann versuchen wir, die transparent zu korrigieren. Auch da wird man immer jemanden finden, der es schlecht macht. Und wenn ich nur einen Beweis dafür haben will, dass die Medien schlecht sind, dann reicht mir das. Aber viele, viele Journalisten aus allen politischen Lagern sehen die Probleme, sie versuchen damit umzugehen und sie kämpfen darum, um diese Glaubwürdigkeit. Also ich glaube... Also mehr Differenzierung. Mehr Differenzierung. Dann würde ich dem gerne eins entgegenstellen wollen, was der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen gesagt hat. Er glaubt nämlich, Medien haben eine Mitschuld daran, dass der Diskurs gerade so ist, wie er ist. Und sagt, also die Medien hätten damals zum Beispiel die Anschläge in Rossung-Lichtenhagen oder auch in Hoyerswerda in den 90er Jahren so ein bisschen mitbefeuert mit ihrer Berichterstattung. Und er glaubt deswegen, weil man das nicht nochmal so haben will, würde man sich heute sehr überengagiert positionieren und eigentlich weniger differenziert, sondern eben eher zugespitzt. So. Wie sehen Sie das? Ich will nicht die ganze Zeit reden. Ja, das in der Tat, was er da formuliert für die 1990er Jahre, was die damaligen Anschläge betrifft, auch das Thema Migration wurde damals im Journalismus durchaus noch anders behandelt und wurde damals sehr kritisiert, dass man eben so Metaphern verwendet hat, die man heute, glaube ich, nirgendwo mehr verwendet. Flut und all diese unschönen Bilder, die es damals gab. Also eine mangelnde Sensibilität im Umgang mit diesem Thema. Das hat sich durchaus geändert. Ich sehe da allerdings zunächst mal einen Gewinn drin. Was das Thema Flüchtlinge betrifft, das ja 2015 dann auch zum Auftrieb von Pegida geführt hat und zu dieser heftigen Medienkritik, Lügenpresse und so weiter. Wir haben mittlerweile eine Reihe von Inhaltsanalysen, die sich damit beschäftigt haben, die zeigen, dass es in der Tat so im September 2015 relativ weitgehenden Konsens gab. Also Willkommenskultur, da sind Leute, Menschen in Not, denen muss geholfen werden. Das war so eine relativ einheitliche Haltung. Das hat sich aber bis zum Jahresende und dann vor allem nach den Kölner Ereignissen durchaus verändert und ist sehr viel differenzierter geworden. Ich glaube, man muss auch dem Journalismus da einen gewissen Lernprozess zugestehen, dass er nicht sofort alles immer sofort auf Anhieb durchschaut und richtig interpretiert. Im Nachhinein, diese Besserwisserei ist immer ganz, ganz leicht zu sagen, hätte man doch schon wissen können, dass es so oder so läuft, dass da noch viel mehr kommen und dass es viel mehr anregt und so weiter. Journalismus ist ein Tagesgeschäft, wo man wirklich immer auf kurzer Distanz berichten und kommentieren muss. Und ich halte das ein Stück weit für unfair, im Nachhinein immer zu sagen, aber hätte man ja vielleicht doch ahnen können. Mhm. Und ich glaube, diese Studien zeigen es durchaus, dass dann auch wieder die Positionen auseinandergegangen sind und dass sehr viel differenzierter dann kommentiert wurde. Und deshalb kann ich dieser Kritik nicht so folgen, wie sie mit dieser Eindeutigkeit geäußert wird, vor allem bei diesem Thema Flüchtlinge. Vielleicht auch noch Tore Barfuß. Ja, naja, ich glaube, dass an der Kritik auf jeden Fall was dran ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass der Journalismus hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Und dennoch, wenn wir an damals denken, ich glaube, ein großes Problem, und das kommt aus dieser Zeitungsägide und der Entfernung von Journalisten zum Publikum, ist, dass die Presse immer so als Monolith gesehen wird, als allwissender Monolith. Und ich kann aus der Redaktionserfahrung, ich bin jetzt bei der Welt, das ist nicht die Welt, also Deutschlands größte Redaktion, es gibt noch ein paar, die noch größer sind, aber auch da arbeiten nur Menschen, die haben ein Gehirn, ein paar Augen und ein paar Ohren. Und bis man erstmal was durchschaut hat, bis man gegen einen Trend angeht, und die Welt war eine der ersten Zeitungen, die relativ kritisch über die Migrationspolitik der Bundesregierung berichtet hat. So, aber bis dahin gekommen ist, das ist nicht so, dass jeden Tag da 25, 30 Journalisten rumsitzen und Däumchen drehen und denken, sondern man stellt sich der Realität und man versucht, sie bestmöglich abzudecken. Und ich glaube, ja, da gab es eine Herdenbewegung, und ich bin Teil davon. Es gibt Artikel von mir aus den Jahren, die nicht schmeichelhaft sind, wenn man sie heute liest,
wo wir ja blind waren für kurze Zeit. Ist das auch so ein bisschen dann der Appell wiederum ans Publikum, auch selber ein kritisches Auge zu haben, aber auch die eigene Diskursfähigkeit vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, im Blick zu haben, was man da beitragen kann und wie man es beitragen kann, dass man eben auch nicht immer nur sagt, naja, die Medien müssen es richten, die Moderation muss es richten, die Plattform muss es richten, sondern dass auch schon der Nutzer selber eine Verantwortung hat? Ja, also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es nur funktioniert, wenn die NutzerInnen auch Verantwortung tragen. Und das machen sie ja jetzt auch mittlerweile auch. Also es gibt ja auch ganz viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich engagieren. Und was mich zum Beispiel ja schon erfreut hat, war, ich bin öfters bei Facebook bei Bild.de, weil ich da eben Hate Speech raussuche, weil das nicht so moderiert wird. Da bleibt sehr lange sehr viel stehen. Und dann war unter einem Artikel, weil da eben auch die Gruppe Hashtag Ich bin hier sehr aktiv ist, das ist auch immer so, dass sehr viel von Bild.de, also von denen also kommuniziert. Ich bin hier, muss man vielleicht kurz erklären, Ich bin hier ist so eine Facebook-Gruppe, wo man sich für den Love Storm, könnte man vielleicht organisiert, um also Gegenrede zu betreiben, wenn irgendwo nicht so nett im Netz agiert wird. Genau, und es ist oft dann so, dass eben nicht direkt auf die Kommentare geantwortet wird, sondern man für die demokratischen Werte einsteht, die man hat oder... Genau. Und dann hat sich einer dieser Hater beschwert, weil es nämlich der Artikel war, es kamen erstmal ganz viele Kommentare von Hashtag Ich bin hier. Und erst dann fingen die Hater-Kommentare an und dann meinte er so, ja, das macht überhaupt gar keinen Spaß mehr hier zu sein, weil die Diskussion wäre ja gestört von diesen Leuten da. Und das muss ich sagen, das hat mich dann schon gefreut. Mhm. Das funktioniert. Und ich glaube auch nur, dass es nur funktionieren kann, wenn wir alle mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, Verantwortung für die Nutzerinnen und Nutzer oder schon auch konkrete Regeln? Naja, die müssen ja dann nach konkreten Regeln, also die sollten sich dann schon an Regeln halten. Ich habe vor kurzem einen Workshop gehabt mit Jugendlichen und da haben wir uns auch Regeln überlegt, wie sieht Gegenrede aus. Und die oberste Regel, die sie sich gesetzt haben, waren keine Beleidigungen. Ja? Und dann haben sie einen Kommentar, eine Gegenrede gemacht und dann meinte ich so, naja, also ganz ehrlich, die Regel habt ihr verletzt. Ja, aber es wäre ja so schwierig und man ist dann so emotional. Gegenrede sollte eben nicht emotional sein, sondern sachlich. Wenn ich jetzt anfange, den anderen zu beschimpfen, also es braucht schon Regeln. Okay, ich würde gerne vielleicht von allen eine Idee einfangen wollen würden für eine konkrete Regel. David Leinus ist im Vorteil, der hat schon 10, die hat er schon aufgeschrieben. Wie wir das also hinkriegen können, dass sich die Streitkultur im Netz verbessert und dann sind Sie dran. Wir fangen da an. Also mir fällt jetzt keine Regel ein im Sinne, dass man, wenn jemand was die Regel verletzt, dass er dann irgendwie bestraft wird. Sondern mir ging es viel eher darum, Diskussionen besser zu organisieren. Und das könnte ich mir so vorstellen, wenn ich das ganz kurz skizzieren darf. Im Moment haben wir so die Vorstellung, entweder machen Journalisten alles oder aber jeder darf jederzeit alles kommentieren. Und ich glaube, es sollte Zwischenwege geben. Weshalb sollte man nicht zu einem Thema, das kann man ja gut überblicken, zu jeder Position eine Person oder zwei, drei, vier einladen und quasi vorausgewählt, um das ganze Meinungsspektrum abzubilden. Experten dazu noch, können ja auch politische Vertreter sein, aber natürlich auch Bürgerinnen und Bürger. 50 bis 100 können das durchaus sein, das lässt sich ja im Internet machen und lässt die mal diskutieren. Das kann man in mehreren Runden machen, man lässt vielleicht erstmal die Expertinnen und Experten antreten, damit erstmal der Wissensstand auch vermittelt wird. Dann hat man eine Bürgerrunde, dann kann man ja auch ein Voting machen mit allen, die nur gelesen haben und versucht dann mal Argumente zu sortieren und sagt mal, wir stehen jetzt hier, wir haben die Pro- und die Kontra-Argumente. Das ist jetzt unser Diskussionsstand, jetzt testen wir die nochmal. Das ist ja eigentlich sogar ein Format, wie man Debatte lernen kann. Ein Format, also das dann durchaus auch ja schön visualisiert sein kann, in unterschiedlichen Runden, kann textgebunden sein, kann aber auch mal ein Livestreaming sein, um dem Ganzen vielleicht mal ein bisschen Spannung zu geben. So. Und das aber wirklich dann in einer geschlossenen Gruppe, die aber jetzt nicht so geschlossen ist, dass dann wieder nur die zusammensitzen, die sowieso alle einer Meinung sind, sondern wo durchaus alle wichtigen Positionen repräsentiert sind, wo aber auch die Selbstverpflichtung da ist, dann auch vernünftig zu diskutieren und wo auch die Zahl so überschaubar ist, dass es auch wirklich funktionieren kann, dass man sich wirklich aufeinander beziehen kann. Okay. Da würde ich nur unterstützen. Ich denke, es gibt auch schon ganz viele Projekte in diese Richtung, so Bürger-Delphi-Ansätze zur partizipativen Demokratie. Ich würde jetzt auch keine konkrete Regel nennen. Ich würde einfach auf diese 10 Regeln für eine gute Debatte verweisen, die man einfach googeln kann und stattdessen einen Appell setzen, der eigentlich an eine Haltung gerichtet ist, die hinter diesen 10 Regeln steht.
Und ich glaube, dass wir, wenn wir diskutieren, natürlich einen Hang dazu haben, in so eine Angriffsverteidigungshaltung zu gehen. Also tendenziell, wir bekommen Kritik, schießt uns das Adrenalin hoch und wir wollen Konter geben, wir wollen uns verteidigen. Und ne, also das kriegt man im Netz sehr, sehr viel mit, aber auch jetzt in dieser ganzen Rezo-Debatte zum Beispiel mit Philipp Amthor, der meinte, naja, dieses Video, wenn das hätte zeigen können, die Gegenantwort der CDU, die dann aber nicht veröffentlicht wurde, dann hätte er Rezo besiegt, so wie Rocky Balboa Ivan Drago besiegt hätte. Also ich möchte jetzt hier gar nicht Philipp Amthor bashen oder so, sondern einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es wirklich überall präsent ist, dass es nicht ein Phänomen ist, was so irgendwelche Radikale haben, sondern das machen uns unsere Politikerinnen und Politiker auch vor. Und dagegen zu setzen, gegen diese Haltung des Kriegerischen, und diese Metaphorik findet sich ja wirklich überall, eine Haltung des Wohlwollens und eine Haltung, die immer darauf auszielt, zu verstehen und irgendwie was lernen zu wollen. Weil man kann eine Debatte auch gewinnen, wenn man was Neues gelernt hat. Oder wenn man feststellt, okay, guck mal, hier, der andere hat einen Punkt, vielleicht drehe ich ein bisschen was in meiner Position und dann wird es eine bessere Position, eine besser begründete Position und ich bin ein bisschen schlauer geworden. Und ich glaube, wenn man einfach mit so einer Einstellung in eine Debatte geht, dann agiert man ganz anders, weil man weiß, man kann im Zweifel ja fast nur gewinnen, weil man lernt immer irgendwas dazu. Da sind wir eigentlich auch direkt bei der These vom Anfang wieder. Digitale Streitkultur setzt soziale Normen voraus, die es ermöglichen und erleichtern, Andersdenkenden mit interpretativem Wohlwollen zu begegnen und zugleich gegenüber der Ausnutzung dieses Wohlwollens wehrhaft zu bleiben, sodass also eben alle gut in der Debatte oder aus der Debatte rausgehen können. So könnten wir es vielleicht sagen. Tore Barfuß, was wäre eine gute Regel? Eine Regel, die ich mir tatsächlich auch selbst schon auferlegt habe, sei kein Arschloch. Ja, auch das. Und was extrem dabei hilft, ist tatsächlich, ich nenne es die 5-Minuten-Regel, weil natürlich Widerspruch ist einfach der stärkste Impuls, den wir haben und den wir auch im Internet haben. Deswegen habe ich mir die 5-Minuten-Regel auferlegt, wenn ich mich über irgendwas wahnsinnig ärgere und dazu was sagen oder schreiben möchte im Internet, dann formuliere ich das vor, lege das Handy beiseite oder surfe nochmal rum, gehe zurück und meistens fällt dann die Antwort deutlich freundlicher aus als in der ersten Fassung. Okay, sehr schön, eine sehr praxisnahe Regelung. Und Nicole Rieber. Ja, ich glaube, wie gesagt, dass es gar nicht nur darum geht, mit diesen Menschen, die jetzt so laut sind, zu streiten, sondern die zu aktivieren, die eben leise sind und dass die sich einsetzen dafür, dass wir eine konstruktive Streitkultur haben. Weil ich bin mir sicher, dass die auch alle gut streiten können. Sie tun es eben nur nicht. Okay, vielen Dank. Damit würde ich gerne die Runde öffnen an Sie, liebes Publikum. Wenn es Fragen gibt an alle vier, sehr schön, dann kommt da ein Mikrofon. Wer sind Sie denn? Hallo, Michael Nitsche. Ja, am weitesten sind Media Manager in der Digitalwirtschaft und auch Lehrbeauftragter an der Universität in Leipzig. Ich habe eine ganz grundsätzliche Frage, die geht in gewisser Hinsicht an alle und ich muss auch ein bisschen aufpassen, jetzt nicht selbst als sehr treu zu gelten, dementsprechend warne ich Sie vor. Ich habe ein bisschen den Eindruck in der Diskussion gewonnen, dass Sie den Vorwurf ein bisschen bestätigen, den man vielleicht von außen auf die Berliner Medienblase hat. Nämlich, dass hier Themen diskutiert werden, vornehmlich von sehr gebildeten Menschen, von Menschen, die hochgradig professionell mit Medien umgehen, selbst Teil von diversen Trends sind und die dann Forderungen, Vorstellungen, Sie haben gerade das, die Veränderung von Einstellungen bei Menschen vorgeschlagen, haben an Menschen, die nicht Teil dieser Blase sind. Und jetzt der Trollvorwurf. Glauben Sie denn, dass diese Diskussion, wie wir sie jetzt führen, auf diesem Niveau, mit diesem Kenntnisstand, tatsächlich diejenigen erreicht, deren Verhalten Sie verändern wollen? Also fantastische Frage, ich würde vielleicht gleich einfach direkt darauf eingehen. Also ich hatte ganz am Anfang von den Vorbildern gesprochen und ich glaube, diese Vorbilder müssen immer aus der eigenen Bubble kommen. Also diese Vorbilder können natürlich nicht jetzt, also ich kann kein Vorbild sein für jemanden, der sonst nichts mit mir zu tun hat und der welche Ansicht noch immer hat, darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, sondern da brauchen wir natürlich andere Leute, die das dann weitertragen und insofern ist das ein Netzwerkprojekt im Prinzip. Eins, wo man diese Grenzen irgendwie überwinden muss. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, also was wir aus der Empirie zum Beispiel wissen, ist, dass viele Trolle und Hater ja gar nicht so viel anders sind als wir, sondern überwiegend überqualifizierte und unterbeschäftigte Menschen sind, die wahrscheinlich auch jetzt keinen völlig anderen akademischen Kenntnisbildungsstand haben als wir.
Vielleicht auch ein Appell dann wiederum an Medien, weil unterschiedliche Medien werden natürlich auch von unterschiedlichen Menschen gelesen. Absolut. Und man muss natürlich auch dabei sagen, es gibt eine bestimmte Anzahl an Personen, die sind nicht mehr diskursfähig. Die erreicht man nicht mehr. Und deswegen ist das immer ein bisschen schwierig an diesen Diskussionen, diesen Trockenübungen, dass man sich natürlich auch da wieder an den ganz extremen Beispielen langhangelt. Und am Ende sind es aber eigentlich auch da wieder, sind wir bei dem, was wir vorhin gesagt haben, ist es wieder die Mitte, die man erreichen muss. Und ich glaube, dass wir hier total richtig sind, weil hier sitzen ganz viele Multiplikatoren und die tragen das weiter, was wir hier sagen. Ja, also da würde ich zustimmen, dass man die Mitte sehr wohl erreichen kann. Das machen wir auch mit unseren Trainings. Wir gehen da in ganz unterschiedliche Schulen. Wir sind da nicht nur an der Universität. Und meistens frage ich Jugendliche, ob sie zum Beispiel schon mal Gegenrede geschrieben haben. Die meisten sagen dann nee. Dann machen wir die Übungen und dann stellen sie fest, am Ende, es war eigentlich ganz einfach. Und es wird vielleicht nicht jeder sofort dann das nächste Mal eine Gegenrede machen. Aber wenn es von 20 drei sind, dann sind es schon mal drei mehr. Und wenn dann noch vier was melden, dann ist das ja auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Und zum Beispiel bei den Meldezahlen sieht man auch, dass die hochgegangen sind, dass das wirklich auch wirkt. Also dass man dieses Heraustragen, dass es Meldestellen gibt, wie zum Beispiel die Meldestelle Respekt, wo man wirklich nur einen Screenshot hinschicken muss, wo man nicht Facebooks juristische Einschätzung machen muss, ob das jetzt Volksverhetzung oder Beleidigung ist, sondern die prüfen das und schicken das dann eben weiter und zeigen an, zeigt, dass das ja auch Wirkung hat. Gibt es weitere Fragen? Ich glaube, eine zögerliche Handbewegung zu sehen. Hier links. Links. Da, sehr gut. Wer sind Sie? Jens Förster, ich bin Psychologe, Lehrtherapeut. Ich war in der Wissenschaft tätig als Professor für Psychologie und bin Redakteur der Zeitschrift Systema. Was mich hier Es war ein Beitrag von Herrn Barfuß. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass wir ja als Psychologen zum Beispiel auch in der Emotionsregulation sagen, die 5 Minuten sind ganz gut, um sich zu überlegen, ob man jetzt eine E-Mail raushaut oder nicht. Wir haben sicherlich alle mal erlebt, dass wir eine SMS abgeschickt haben, die wir hinterher bereut haben. Nicht umsonst gibt es jetzt die Löschfunktion bei WhatsApp, dass man dann was einmal abgeschickt ist, nochmal löschen kann. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir eine Taktung haben, die wir früher auch nicht gekannt haben, auch in der Kommunikation. Es wird von uns erwartet, dass wenn irgendwas in der Welt ist, dass alle Zeitschriften direkt auch eine Meinung haben und sie direkt raushauen. Also als ich in Amsterdam gearbeitet habe und die Volkskrant-App gehabt habe morgens, da stand da, jeden Morgen, wenn ich aufstand, während Sie geschlafen haben, haben wir schon 120 Artikel veröffentlicht. Also so ist diese Taktung und ich glaube, dieses Spiel mitzumachen, birgt das Risiko, teilweise was Falsches rauszuhauen, etwas emotional Aufgeladenes. Und das ist nicht besonders hilfreich. Also da würde so eine Meta-Regel helfen, wie wir haben noch keine Antwort, wir überlegen das, wir überprüfen das und gucken und versuchen Ihnen morgen auch zu diesem Thema eine Antwort zu geben. Und sowas finde ich weder beim Journalismus noch in den digitalen, aber auch nicht in den analogen Diskussionen, sondern es muss immer direkt etwas gesagt werden. Ich würde eine Lanze kurz für den Öffentlich-Rechtlichen brechen. Die Tagesschau zum Beispiel ist manchmal sehr spät, aber genau deswegen, weil Sie sagen, wir müssen noch prüfen. Ja. Und vielleicht hat Herr Neuberger noch eine Ergänzung. Ja, in der Tat, früher gab es einen Redaktionsschluss. Bei Tageszeitungen hatte man eigentlich immer 24 Stunden Zeit, um Dinge zu überprüfen. Dann gab es einen Redaktionsschluss, da wurde die Zeitung gedruckt. Und das entfällt halt im Internet. Da sind es 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Permanent können Nachrichten weiterverbreitet werden. Und der Journalismus hat sich da natürlich in ganz enormen Maße mitreißen lassen. Breaking News, wer ist am schnellsten? Und dann wird das, ist interessant dann auch immer, selbst im Medienjournalismus wird das dann kommentiert, dass die Öffentlich-Rechtlichen wieder zu langsam waren und alle anderen schon viel schneller die Dinge vermittelt haben. Mir fehlen die Studien, die nachweisen, dass das Publikum das wirklich will und wertschätzt und dafür auch bereit ist zu bezahlen. Ich glaube, wofür man viel eher Zahlungsbereitschaft zeigt, und das ist ja das ökonomische Problem des Journalismus, sind die gut abgehangen, wenn Sie wollen, gut recherchierten Stücke, die im Nachhinein den Hintergrund liefern und die Einordnung. Also das Storytelling, das gründlich recherchiert, und das braucht schlicht Zeit. Und
da hat sich der Journalismus mitreißen lassen. Aber allerdings haben wir natürlich in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch diese Beschleunigungsprozesse. Hartmut Rosa, der Soziologe, hat das ja auch sehr gut beschrieben, wo uns dieser Imperativ dann auch hinführt. Und das Internet ist eben nicht nur ein Medium der Beschleunigung, sondern auch Entschleunigung. Es gibt ja auch den Slow Journalism, eine Bewegung, die quasi das Tempo rausnehmen will und zeigen will, wenn man auch mit langsamem Journalismus guten, gerade wenn man langsam ist, guten Journalismus gestalten kann. Und das ist, glaube ich, eine Sache, auf die auch die großen Medien stärker setzen sollten. Ich würde tatsächlich heute mal relativ stark widersprechen. Also zum einen, was die Verteidigung der Öffentlich-Rechtlichen anbelangt. Ich glaube, dass die da sehr oft sehr langsam sind, vor allem für den Riesenapparat und die Unmengen an Geld, die da jedes Jahr fließen. Und zum anderen würde ich auch widersprechen, dass langsamer Journalismus immer unbedingt der bessere ist. Also wir sehen es ehrlicherweise direkt an den Zahlen. Wenn die Eilmeldung zu spät ist, dann wird sie nicht mehr geklickt. Natürlich gibt es unterschiedliche Formen des Journalismus über die Nachricht hinaus. Aber eine Nachricht im Digitaljournalismus, die alt ist, und mit alt meine ich, die manchmal älter als eine halbe Stunde ist, macht den Unterschied zwischen, weiß ich nicht, 5% des Traffics oder halt 500. So. Das ist ein Problem, und trotzdem würde ich auch Ihnen widersprechen und sagen, auch da hat der Journalismus in den letzten Jahren dazu gelernt. Also ja, es gab eine Zeit, da wurden Breaking News rausgeschossen wie nichts, und es gibt auch noch deutsche Mitbewerber von uns, die das immer noch machen. Ich glaube aber, dass die allermeisten inzwischen an einem Punkt sind, wo sie sich der Verantwortung bewusst sind. Ich war selbst Nachrichtenchef bei den Anschlägen in Paris, als der Putsch in der Türkei war. Irgendwann hatte ich in der Redaktion mal den Spitznamen Terror-Tore, weil immer, wenn ich da war, irgendwelche Terroranschläge waren. Und deswegen, ich kann es aus direkter Erfahrung sagen, also A, es macht einen Riesenunterschied, es gibt ein Rieseninteresse. Also die größten, die meisten Besucher auf welt.de haben wir an genau diesen Tagen. Es wird am Anfang entschieden, es ist ein Riesendruck, und trotzdem haben wir da sehr, sehr viel gelernt. Und wenn ich mich daran erinnere, wie in meinen ersten Nachtschichten, es waren meistens Nächte, wie hilflos ich mich da noch gefühlt habe und wie viel besser dann alle geworden sind, damit umzugehen und Informationen zu bewerten. Also um ein anderes Beispiel zu nehmen, auch da war ich im Dienst, als dieses schreckliche Attentat in München stattfand, kursierte irgendwann die Meldung, es seien 3 Täter gesehen, die mit langen Waffen unterwegs sind. Und dafür gab es nur eine einzige Quelle, und einige deutsche Medien haben das noch gemacht, aber da waren wir einfach schon weiter. Mit wir meine ich die Privatmedien, weil die Öffentlich-Rechtlichen haben zu größten Teil geschlafen, bisschen überspitzt, und haben das nicht berichtet. Und ich glaube, dass diese Verantwortungsfragen genau wichtig sind und dass die auch über die Zukunft des Journalismus entscheiden. Und natürlich gebe ich Ihnen auch wieder recht, zu einem Teil, dass langsamer Journalismus wichtiger werden muss. Aber wenn der Journalist nicht in der Lage ist, diese Fragen, die da aufkommen, zumindest zu benennen, vielleicht keine Antwort zu finden, aber sie zumindest zu benennen, dann wird es irgendwer anders machen. Und dann wird es irgendwo anders passieren. Und davor vielleicht auch, wo man das nicht möchte. Genau. Damit kommen wir auch an dieser Stelle schon zum Ende dieser Diskussion. Es wurde ja jetzt zum Ende tatsächlich noch ein bisschen gestritten, viel widersprochen zumindest. Das freut mich natürlich auch sehr. Vielen Dank, Christoph Neuberger, David Lanius, Tore Barfuß und Nicole Rieber. Bitte nochmal einen großen Applaus an die Gäste. Ich nehme also mit, wir müssen noch einige Regeln definieren. Ein paar Ideen haben wir auf jeden Fall heute schon bekommen. Sehr gut hat mir schon auch gefallen, das sei kein Arschloch, weil es tatsächlich so greifbar ist, einfach, dass sich jeder vielleicht auch einmal zurücknimmt und überlegt, kann ich das nicht vielleicht auch anders, besser, netter formulieren, selbst wenn ich vielleicht widersprechen möchte. Ich glaube, das ist was, was alle mit nach Hause nehmen könnten. Das war es jetzt erstmal von diesem Sommerforum Medienkompetenz, was unsere Diskussion anbetrifft. Gleich geht es noch weiter in einer Viertelstunde, und zwar mit dem Medius-Preis. Genau, da sehen wir uns dann gleich wieder. Vielen Dank nochmal an Sie alle und vielen Dank auch an Ihre Fragen. Bis gleich.